Ventilator. Hallo Welt! Hallo Twitch. Prost! Prost. Hallo, Prost. Moin, moin! Moin, Hallo moin! da. Entschuldigt den Ventilator. Hab ich zum falschen Zeitpunkt reingeschnackt. Ist gar kein Problem. Ich sag's mal so: Willkommen in meiner Dachgeschosswohnung. Bei 87 Grad. Ja, Shoutout an alle LeidensgenossInnen in Dachgeschosswohnungen. Hallo Claudia, mein Beileid. Hallo Henning, hallo Ja, Lambert. sehen, Claudia und Henning ist ja lange her, meine Güte, dieser Ja, Sommer. ich glaube 6 oder 7 Wochen. Ja, ich habe auch schon so leichte Entzugserscheinungen nach euch Ja, gehabt. und ich habe ja auch extra was zugelegt, pass mal auf. Ich dachte Hast du mir, wieder Nerdkleidung? nee, 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 ach, das Gegenteil von Nerdkleidung. Ich habe hier, pass auf. Ah. Dachgeschosswohnungs-Livestreaming-Equipment heißt das. Also man bekommt es nur im Fachhandel. Beim Te im Tennis Tennisladen. Genau. Wobei ich dabei festgestellt habe, dass ich es nicht schaffe, mit meinem Handgelenk wirklich in meinen Nacken zu kommen. Also, ja, aber andere Probleme. Hallo Chat. Ja, ist denn schon wer Hallo. da im Chat? Ja, ich Auch sehe ja die schon ein paar. tollen Hallo. Damen sind herzlich willkommen. Ich meine, wir sind ja nicht nachtragend. Das wird jetzt wie ein Schatten über der ganzen Show liegen, aber. Ja, genau. Auch die Spoiler. Hallo Mr. Capture, hallo Heptachon, hallo OVNN. Da wird schon geklatscht, hier wird schon geklatscht und noch gar nichts gemacht. Hallo Mr. Schön, dass ihr alle da Prosser. seid. Nines Prime, andere Lampe, Gott. Porcus Divinus, spricht man das so aus? Moin, moin. Ja, moin auch an diejenigen, die sich noch nicht im Chat gemeldet haben, aber ihr seid hier. Wir freuen uns. Genau, Genau, willkommen. macht euch einen Twitch-Account, wenn ihr noch keinen habt, dann könnt ihr mit uns chatten. Genau, das wäre schön, aber muss auch nicht sein. Ihr dürft doch einfach nur zuhören. Wir geben uns größte Mühe, uns zu unterhalten, glaube ich. Und aus Wenn ich Versehen euch dabei mit. Und wir wollen auch über Wissenschaft reden. Das ist ja der Forschungsstrom. Wir sind ja nicht nur einfach die Laber-Rhabarber-Show, sondern wir laberababern über Wissenschaft, ne? Ja. So sieht's aus. Habe ich gehört. Man muss ja so ein USP haben, ne? Ja. Ein USP? Okay, warte, du hast mich abgehängt. Das sind nicht die Zustellunternehmen, oder? Ja, Greta hatten wir für heute natürlich angefragt, aber die musste sich zwischen Merkel und uns entscheiden und dann ist sie nicht zu uns gekommen, leider. Mr. Ja, Capture, tut uns leid. schade. Ja. Wirklich schade. Aber gut. Aber im Spirit ist sie da. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, was ist eigentlich passiert in der Wissenschaftswelt in den letzten 3 Millionen Jahren, die wir uns nicht mehr gesehen haben? Was war Naja, los? seitdem der Drosten nicht mehr Podcast ist, gehen die Zahlen wieder hoch, habe ich den Eindruck, ne? Ja, ich glaube, da muss man mal eine wissenschaftliche Studie zu machen, auf eine Korrelation zwischen Drosten-Podcast und, du weißt schon. Wir hatten angefangen, als Mai im Schwangerschaftsurlaub war, dann kam sie wieder. Kaum war sie wieder da, war Drosten im wohlverdienten Erholungsurlaub. Unsere ganzen Idole, es ist in so ein Kommen und Ja. Gehen, habe ich den Eindruck manchmal. Und es gibt jetzt auch auf TikTok immer mehr Wissenschaft, habe ich gesehen. Ja, Wahnsinn. TikTok, Viscom. Bin Ja, die begeistert. Professorin folge ich jetzt. Ich folge jetzt die Wissenschaftlerin. Sagt man Folgen auf TikTok? Ich habe keine Ahnung. Ich mache das jedenfalls. Ich gucke mir das jedenfalls an und ja, Ja, ich glaube, stimmt. man sagt Folgen. Man sagt Folgen. Okay, ein Glück. Die Wissenschaftlerin, ja, spannend, spannend. Wenn jemand mag, vielleicht mal den Link in den Chat schmeißen und auch die Frage vielleicht in den Chat. Ist das eine Sache, was wir auch probieren sollten oder so? Ist das jetzt wichtig? Meine, Henning, Claudia, wie sieht Lambert, überfordere uns nicht. Warte, hast du uns gerade vorgeschlagen, einen TikTok-Kanal zu Ja. machen? Also, um es mal so zu sagen. Kollaborativ, das Format, oder? Ja, okay. Also, um Ich es bin mal so gerade zu mal hier sagen, auf. ich habe einen. Wie, dann Spoiler hier bitte mal, wie heißt denn der hier? Safeless Shame Plug? Nee, Shameless Self Plug. Der heißt, wie ich überall heiße. Er heißt Fuzzy Leapfrog. Ach so, ja. Okay, ja, gut. Ja. Ja, genau. Okay. Ich habe aber auch exakt zwei Videos gemacht. Eins vor ungefähr einem Jahr oder so zum Testen.
Der klassische Lip-Sync und eins vor ein paar Tagen. Ja, da scheint aber doch die Frequenz hochzugehen bei dir, ne? Ja, ich dachte mir, in 6 Monaten lege ich nach. Ja, sehr gut. Ja, ich habe ja auch einen coolen Accountnamen, obwohl das nicht mein privater ist, sondern der für Helmholtz, wo ich arbeite, der heißt Zeittalk. Dachte ich mir, muss ich mir mal sichern. Aber irgendwie habe ich da auch noch wenig Content gemacht, aber ich beobachte das, ja. Okay, der Accountname ist schon mal ein vielversprechendes Programm. Ja. Ist quasi schon ein Garant für Erfolg. Und hier werden wir subtil beleidigt von OVNN. TikTok ist doch eher was für junge Leute, oder? Ich habe das verstanden. Ich habe die Anspielung durchaus verstanden. Ja, ich fürchte, weißt du, ich fürchte, er hat einfach voll recht. Naja, gut, aber ja. Gut, wir bekommen die Drosten-Dröhnung am Monatsende wieder, sagt Ninth Prime. Ja, Jan, das wäre was. Ich habe noch gar nicht gesehen, wann er wiederkommt. Ich auch nicht, aber dafür gibt es heute ein neues Corona-Video von Mighty im MyLab-Kanal, auch sehr empfehlenswert, wo sie nicht nur die alles schlimm, wir werden alle sterben Geschichte erzählt, sondern auch eine positive Botschaft bereithält für uns, und guckt euch das Video an. Ja, das ist echt eine View-Empfehlung. Ich würde es jetzt hier reinkopieren, aber ich habe jetzt gerade auch den Link nicht zur Hand, aber ja. Für TikTok aber wir wollen ja. Wir wollen ja auch über Wissenschaft reden. Hat einer von euch ein Corona-Thema vorbereitet? Dann Bei mir stirbt einer an Corona, aber es ist jetzt... Wie bitte? Wir hatten vorhin so versucht, schon so mal intern zu dritt hier, um das jetzt mal dem Publikum im Chat zu erklären, so ein bisschen die emotionale Stimmung und die Schwingung während der Sendung abzustimmen. Und dann kam das Thema schon auf. Ja, es tut mir leid. Ja, also vielleicht sollten wir den Chat fragen, ob die jetzt eher so zu Beginn den Downer gerne hätten, in der Mitte oder zum Schluss. Oder und was war jetzt nochmal der Downer? Der Downer war der Corona-Tote von Lambert, ne? Ach so, ja, wir sind uns alle nicht so sicher, ne? Okay, also ich bin hier die Upperin, so. Du hast ein positives Thema. Ja. Weil ich bin ja auch bekannt dafür, dass ich immer irgendwie die deprimierendsten Wissenschaftsthemen mitbringe. Okay, okay, wann hättet ihr denn gerne das leichte Thema? Also mich. Lambert zuerst schreibt Heptassen. Heptachon. Heptachon. Ja. Müssen wir überhaupt den Downer haben? Ja, es tut mir leid, hier geht keiner ohne Downer raus. 2293. Das ist natürlich ein Argument, Lambert. Ja, 2293, ne? Ja. 2293? Ja. Das ist das Thema von Lambert. Ja, wie mein Kollege schon anmerkte, nicht die PIN-Nummer meiner Bankkarte. Sondern die Jahreszahl, in dem der Klimawandel gelöst werden wird. Ja. Oh, du wolltest doch keine Downer bringen. Doch, hatte ich schon gesagt, ja. Okay, stimmt, nee, hat es ja angefangen. Oder ist das auch so ein Zahlencode wie ACAB in Zahlen dann geschrieben oder so? Ja, aber das was wäre es dann? B-B-I-C. B-B-I-C. Ja. Nee, das ist es auch nicht. Nee. Ich glaube, Lambert muss uns einfach erhellen. Komm, wir fangen mit Lambert an, der erhält uns. Lambert, schieß los. Echt? Okay. Gut, dann fange ich mal an heute. Alles klar. Okay. Ja, ich hatte im Chat schon gesehen, dass jemand gespoilt hat. Wer war es? Mr. Capture, glaube ich. Ja, Mr. Capture. Wie hieß denn nochmal dein Thema? So ein Running Gag mal, so ein bisschen im Forschungsstrom, dass man, wenn man jetzt so einen Gästin oder Gast hat, fragen könnte, was ist dein Lieblings-XKCD-Comic von dem Randall Munro heißt er, glaube ich, ne? Der macht diese XKCD-nerdigen Comics. Ja. Und die haben immer so eine fortlaufende Nummer. Und es gab einen XKCD 2293 in diesem Frühjahr zu dem Tod von jetzt habe ich den Namen vergessen. Warte, ich such gerade das XKCD, um es reinzuposten. Also, andere hatten vermutet, dass es Paragraph 2293 im BGB Rücktritt bei Vorbehalt ist. Aber das war's nicht. Alter, das bürgerliche Gesetzbuch hat 3000 Paragraphen. John Conway, danke, Ben. Das ist hervorragend. Ein kleines Stückchen Gericht, Juristensprache. 2200, das ist Wahnsinn. Wer hat das gelesen? Irgendjemand? Ja. Okay.
Ich glaube, nee, die Juristen tun doch so, oder die? Ja, ja. Gut, also John Conway hieß der Gute, ja, genau. Ja, und das war so ein britischer Mathematiker. Und leider, leider, ich meine, der war schon über 80. Okay, gut, ist an Corona gestorben im April. Mhm. Das Traurige daran ist, dass er ganz knapp verpasst hat, den 50. Geburtstag der Erfindung, durch die er berühmt geworden ist. Und die ich euch ganz schnell vorstellen wollte, das ist das Thema, was ich heute mitgemacht habe. Er okay. hat das 50. Geburtstag verpasst, weil im Oktober sein Game of Life, GOL, 50 wird. Und ja, was ich dazu sagen wollte, erstmal ist mal so ein kleiner biografischer Einstieg, dass ich als kleiner Junge das von meinem Papa gezeigt bekommen habe. Also in meinem Fall Kindheit 70er ist so, ja. Da war das hot. Also das war, ist von also 1970 hat Martin Gardner, ein Kumpel von Conway, das in Scientific American veröffentlicht. Also Conway selbst hat das gar nicht gemacht. Und dann hat es Wellen geschlagen und die Sache ist die, also in den 70ern konnte man das so mit Stift und Papier spielen, deswegen habe ich das hier auch mal mitgebracht. Und die Idee bei Game of Life ist, es geht um zelluläre Automaten. Und das funktioniert so, man hat so ein Papier, ja, okay, soweit, klar, und jetzt hat man eine Zelle, also es sind zelluläre Automaten, werden die Dinger auch genannt, und die Zelle malt man so auf an einer Stelle, ja, und die Zelle hat auf so einem Rechenpapier 8 Nachbarn und also 4 oben, unten, links, rechts und dann diagonal. 3 oben, 3 unten, links, rechts. Ja, genau. Okay. Ja, ja, ja. Genau. Du sagst es, ja. Die haben unterschiedliche Denkmuster. Aha. Ja, okay, ja, stimmt hier. Die Denkstile, die Flexion-Denkstile kommen hier schon wieder raus. Genau. So, und wenn ein so ein Ding, eine andere Zelle in seiner Nachbarschaft hat, dann geht es so von Generation zu Generation weiter. Und in diesem Fall würden beide Zellen sterben, weil sie jeweils nur einen Nachbarn haben und das reicht nicht. Dann sterben sie in der nächsten Generation. Um zu überleben, muss eine Zelle 2 oder 3 Nachbarn haben. Wenn sie mehr als 3 Nachbarn hat, ist das so eine Art Überpopulation und sie stirbt auch. Und wenn ein leerer Platz, wo noch keine Zelle ist, 3 Nachbarn hat, dann wird da eine neue Zelle geboren. Das sind alle Regeln, das ist alles. Es ist also wunderschön, weil es so simpel ist. Und ich hatte mir so gedacht, ja, ich bringe das mal mit, weil es so ein lustiges Spiel ist. Man kann sowas hinmalen und dann gucken von Generation zu Generation auf dem Papier, wie sich dieses Ding, dieser Zellklumpen, den man da anlegt, wächst oder sich verändert, ja. Und das hatte ich als Kind dann gespielt auf Papier. Und man könnte sich fragen, ob das wirklich ein Spiel ist. Ich habe in der englischsprachigen Wikipedia, in dem Artikel zu dem Thema, das interessante Statement gesehen, dass es ein Zero-Player-Game ist. Weil es gibt ja kein, also ne, man guckt einem Automatismus dabei zu, wie er sich abspielt. Aber Zero-Player-Game also, eigentlich. Also man malt ein initiales Setting hin. Genau. Und danach greift man nicht mehr ein, sondern man muss entweder selber die Regeln durchexerzieren und sich dabei grandios vertun, oder man hat ein Computerprogramm, das sich nicht vertut. Genau, also in den 70er Jahren, die Leute haben sofort angefangen, das zu programmieren, aber damals waren ja Computer für mich außer Reichweite. Als Junge in den 70er Jahren hat man das aufgemalt, ja. So, das war das. Und so hatte der Gardner das auch in einem Artikel beschrieben, dass man das machen soll. Also ich mache mal ein Beispiel. So, ich habe jetzt mal die erste Generation aufgemalt, das sind 3 nebeneinander. Und jetzt, wenn ihr aufgepasst habt, was die Regeln sind, wie sieht denn die zweite Generation davon aus? Gibt's da der in der Mitte überlebt. Sehr gut, Henning hat aufgepasst. Genau. Also ein anderen Teil der Antwort und, habe ich schon mal. Wir haben Mitte. Es entsteht darüber und darunter ein neuer. Top. Warum ist das so? Weil da 3 Nachbarn sind. Genau. Und jetzt sagt mir noch mal jemand kurz, was denn mit den beiden Dingern links und rechts passiert. Die sterben. Genau. Also die Lösung ist so. Ach, dann gibt es so ein Blinkekreuzi. Genau. Das passiert. Das ist so ein typisches Ding. Das hat man ganz oft bei Game of Life. Sachen oszillieren. Es gibt auch ganz viele Sachen, wo Sachen total kunterbunt chaotisch sind.
und dann aber zu so einer Symmetrie finden. Also in Artikeln über Game of Life ist erstaunlich oft von der Schönheit der Mathematik, die sich da an einigen Stellen auch zeigt, die Rede. Ist ganz interessant. Und es gibt so ein paar ganz charakteristische Figuren, die man so finden kann. Zum Beispiel gibt es so Glider, die einfach so sich diagonal oder geradeaus fortbewegen. Oder es gibt so Pulsare. Es gibt Kanonen, die so Glider ausschießen und einfach immer nur die ausstoßen und so weiter. Es gibt unglaublich komplexe Sachen. Eine der ersten Sachen, die in den 70er Jahren in der Literatur über Game of Life rausgefunden worden war, ist, dass das Ding Turing vollständig ist. Das heißt, dass man im Grunde genommen jede Art von Berechnung als ein Game of Life-Spiel ausdrücken kann. Nein. Das habe ich noch nicht, ja, nicht verstanden. Was, erkläre noch mal bitte. Also man kann zum Beispiel sowas wie eine Addition oder so Game of Life-mäßig darstellen. Das im Grunde genommen die Ein- und Ausgabe, wie man sie bei einem Computer hat, alles, was man da machen, was man denken könnte, kann man prinzipiell mit Game of Life, mit dem Zubehör von Game of Life machen. Ist natürlich, das wäre dann die Sprache quasi, oder? Genau, ja. Ja. Wow. Ich bin gerade, als du es gezeigt hast mit den Kästchen, hatte ich sofort die Erinnerung an meinen Schulunterricht, wo ich immer Kästchen ausgemalt habe, aber eher so in bunt, mit Figuren. Aber jetzt schreibt andere Lampe direkt, es hat durch die Deutschstunden geholfen. Und ich glaube das total. Sofort. Wenn ich das damals gekannt hätte, hätte ich aufgehört, so Kästchen zu malen. Lieber André, wenn du damals in Deutsch besser aufgepasst hättest, könntest du heute Deutschlehrer sein und müsstest nicht so ein Mathe-Computer-Nerd sein. Naja, gut. Kommen wir zum abschließenden Teil, wenn man jetzt sich so richtig reinnerden will. Und also, dass das Komische ist, nochmal, um auf meine Kennenlernen von Game of Life zurückzukommen, ich habe Jahrzehnte später dann wieder davon gehört und mir wurde dann schlagartig klar, hey, klar, das ist so, das meinte ich auch mit meinem Spoiler in dem Tweet, nicht? Wie das Leben so spielt, ja, Game of Life, aber es ist natürlich im Computerzeitalter was komplett anderes, weil wenn man auf so eine Art Probleme einen Computer draufschmeißen kann, kann man mehr machen, ja, also das ist dann lustig. Und es gibt tatsächlich so eine Nerd-Community um das Spiel drumherum, die inzwischen irre Sachen macht, ja, die also einen riesen Katalog pflegt in Form eines Wikis von Mustern, die man schon gefunden hat und natürlich auch die Regeln variiert, also in der im Lingo von den Game of Life-Leuten oder zelluläre Automaten-Leuten wäre die Grundregel, die ich gerade skizziert habe, die S23-Regel, also Born bei 3 Nachbarn und Survive bei 2-3, dann kann man das mit also beliebig variieren und Leute spielen ganz viele Varianten durch und finden interessante Sachen raus. Und dann gibt es noch einen anderen Zweig von Leuten, die sich damit beschäftigen und die benutzen es zum, ja, im Grunde genommen zum Simulieren. Also ich hatte jetzt vorhin auch nochmal den Reddit zu zelluläre Automaten, der recht aktiv ist, aufgerufen. Und da war zum Beispiel jemand, der beschrieb, wie er versucht hat, das, was Schleimpilze so machen, in Game of Life nachzubauen. Also fand ich auch ganz interessant. Also sowas gibt es viel. Und also das vielleicht reichweitenstärkste Ding, wo Game of Life oder zelluläre Automaten diskutiert worden sind, ist so ein Buch von Stephen Wolfram von 2003. Wo er sagt, ja, das ist eigentlich die Art von Wissenschaft, die man jetzt braucht, dass man lauter solche Sachen baut in solchen Systemen wie Game of Life. Also die Idee, Sachen zu simulieren, ist ja nicht neu oder nicht originell oder so. Aber die Idee, das mit Game of Life zu machen, ist interessant, weil es das anschaulich und handhabbar macht. Ja? Also wenn man diese Regeln kapiert hat, kann man sich vorstellen, okay, jetzt variieren wir einfach die Regeln und werfen irgendwie komische Konstellationen rein. Ich will jetzt nochmal einen Link hier loswerden. Das ist nämlich einmal das Game of Life Wiki, wo sich die Nerds da rumtreiben. Kann man da auch, also immer nur, also man wirft da wahrscheinlich auch mal nicht zusammenhängende Startkonstellationen rein, oder? Also so 2 Cluster zum Beispiel. Ja, genau, das gibt's auch. Und man begrenzt das Spielfeld. Ja, genau.
Ah, das können die sich dann gegenseitig angreifen oder so? Kann ich da irgendwie ein bisschen mit Action mitmachen? Kannst du, ganz toll. Ja, es gibt eine Regel, die ich weggelassen habe, weil ich es schnell und handhabbar halten wollte. Nämlich eigentlich gehört zum Regelsatz, dass das Spielfeld idealerweise unendlich ist. Und ihr könnt euch vorstellen, dass bei diesem Spiel diese Frage mit dem Spielfeldrand natürlich interessante Implikationen hat, ja, weil wenn meine Figur irgendwann gegen einen Rand stößt oder einfach ich nicht weiter verfolge, was mit ihr passiert, verändert das natürlich alles. Und es gibt zum Beispiel auch eine Variante, dass man sagt, okay, man betrachtet das so, dass es sozusagen eine Kugel ist, dass also auf der anderen Seite es dann wieder weitergeht. Naja, gibt so verschiedene Varianten, mit dem Problem umzugehen. Und eine letzte Sache, die ich noch als Link reinposten will kurz, aber das findet man, glaube ich, auch in dem Wiki. Es gibt eine Software dazu, ach, das steht auch in dem Wiki, findet ihr auch. Golly, das ist dann also eine moderne Software-Version für den PC dafür einfach, wo man spielen kann. Und ich will jetzt nochmal euch eine Figur zeigen in Golly in der Software. Wenn ich es schaffe, kann ich mal versuchen, was zu sharen hier? Ja. Hau rein. Genau. Gerade sehe ich hier, Mr. Brosser sagt, es gab wohl mal sowas, dass man zwei Spieler zwei Muster draufsetzen und dann guckt man, wer überlebt. Ja, ich hätte jetzt nämlich zum Beispiel gesagt, da kann man einfach die Kästchen einfärben und sagen, keine Ahnung, Claudia malt die blauen Kästchen und Lambert die grünen und dann kann man mal gucken, wer am Schluss am meisten Kästchen noch hat irgendwie, oder? Ja, ne? Ja, genau. Wir hatten jetzt vorhin, ich zeige noch mal eine andere Sache, so eine ganz, ganz grundlegende, lustige Sache. Wir hatten vorhin diesen Riegel. Sieht man das jetzt eigentlich? Ja, man sieht das im Stream. Also der Riegel, der ist langweilig, den kennen wir schon. Der funktioniert so, ja, klar. Mhm. Von Generation zu Generation. So, und jetzt mache ich mal folgende Variation. Ich packe hier einen hin. Oh, Tetris. Ah, jetzt ist kein Tetris mehr. Ah, Mist. Ja. Nee, jetzt ist kein Tetris mehr und man kann ja schon so ein bisschen ahnen, was passiert, nicht? Also hier wird jetzt in der nächsten Generation ein neuer entstehen, weil der hat drei Nachbarn. Hier wird ein neuer entstehen. Mal gucken, was passiert noch. Der wird verschwinden, ne? Der hat nur einen, der wird verschwinden. Der Computer das auch so sieht. Ja, genau, so ungefähr. So, und jetzt kommentiere ich das gar nicht mal weiter, sondern mache einfach Schritt für Schritt weiter. Ihr seht, das ist ein Einfach-Leider. Ah, genau, der slidet einfach da runter. Ja, okay, der wiederholt sich. Okay. Ja, genau. Ja, und also viele Spielmöglichkeiten dabei. Und gibt es so bei diesen Programmen dann auch die Möglichkeit, das so zum Beispiel irgendwie einzufärben? Oder ist dieses irgendwie, es gibt unterschiedliche Kategorien von Zellen? Ist das kein Ding bei diesen Game of Life? Das ist jetzt bei Game of Life spielt es keine Rolle. Aber es gibt Varianten, wo es mehr als zwei Zustände gibt. Und es gibt auch, ja, mehr als zwei Zustände gibt es, genau. Ich hatte schon erwähnt, es gibt Varianten mit verschiedenen Regeln. Es gibt eine Variante mit einem mit sechseckigen Farben, die aneinander grenzen. Und es gibt natürlich auch dreidimensionale oder vierdimensionale Spielfelder, mit denen man so eine Art zelluläre Automaten spielen kann. Ja. Mhm. Viele Varianten. Cool. Eine Frage habe ich natürlich noch. Kann man das dann auch dreidimensional oder vierdimensional oder n-dimensional machen oder so? Ehrlich gesagt, groß gedacht. Ich bin damit beschäftigt, aber es wird behauptet, dass es möglich sei. Ja, genau. Okay. Das ist ja auch mega. Aber stell mir genial vor, wenn man das auch noch in 3D. Gut, also ich habe jetzt nicht an n-dimensional gedacht, aber. Cool. Hier kam noch was. Ja, warum? Pi-dimensional. Pi-dimensional finde ich gut. Es ist nicht ganz so extrem wie vierdimensional, weißt du? Oder ein bisschen kleiner e-dimensional. Stimmt, ja. Die zweidimensional ist immer noch das Schönste, weil es den Reiz hat dieser Handhabbarkeit, ne? Dass man überlegen kann, okay, ich kann immer auf dieses Stück Papier zurückkommen und kann mir das sehr plastisch ausmalen. Bei und der so. Nächsten Konferenz. Ja. Genau. Und auf der anderen Seite kann ich riesig groß werden, sobald ich den Computer dazu nehme und ihn irre damit rumspielen lassen oder so. Und es regt sehr zum Überlegen ein. Ist das eigentlich ein Spiel? Ist das ein... wenn man einen Blick auf dieses Wiki wirft oder auf diesen Reddit oder so, merkt man gleich,
es gibt schlaue Leute, die viel Lebenszeit da rein investieren, ja, und die da anscheinend irgendwie interessante Inspirationen finden oder auch versuchen für ganz physische, konkrete Dinge, wie zum Beispiel einen Schleimpilz oder so. Ja, das ist dann dein Thema nächstes Mal. Was machen Schleimpilze? Das weißt du, ne? Genau. Ich müssen wir gerade unterbrechen, weil tatsächlich hat Robert Thinks gefragt, ob wir drei eher aus dem wissenschaftlichen IT-Technik-Bereich kommen oder unterwegs sind. Ich dachte, vielleicht machen wir da noch mal ganz kurz, wer wir sind. So wir jeder in drei Sätzen. Genau, wir haben uns nicht vorgestellt. Ja, sehr gut. Lambert, fang du doch an, wo du gerade hier schon das erste Thema gemacht hast. Alles klar, okay, gut. Ja, ich bin von Haus aus Sozialwissenschaftler. Ich habe mal Philosophie, Politikwissenschaft und Soziologie studiert, habe dann irgendwann umgesattelt auf Bibliothek, so ein Bibliotheksreferendariat gemacht und beschäftige mich jetzt viel mit Open Science an der TIB in Hannover. Also wir beschäftigen uns damit, wie man die digitale wissenschaftliche Infrastruktur öffnen kann und in so einer Richtung hin weiterentwickeln kann und so. Claudia. Also ich bin tatsächlich aus dem wissenschaftlichen, aber nicht IT-Bereich. Ich bin Naturwissenschaftlerin, also Meteorologin, Atmosphärenphysik, habe ich promoviert. Mich hat es aber auch mit einem Masterabschluss dann in die Bibliothek verschlagen. Bibliotheks- und Informationswissenschaft ist quasi mein zweiter Studiengang. Das ist geisteswissenschaftlicher Bereich. Und ich beschäftige mich beruflich mit dem Publizieren in der Wissenschaft. So Stichwort Open Access und Peer Review und solche Themen. Das sind meine. Okay, und dann haben wir noch Henning. Ja, ich bin Henning und ich kümmere mich um Wissenschaftskommunikation beruflich, insbesondere in sozialen Netzwerken bei einer großen deutschen Wissenschaftseinrichtung, bei der Helmholtz-Gemeinschaft, und bin zwar auch größtenteils naturwissenschaftlich sozialisiert, aber habe auch was Geisteswissenschaftliches studiert, nämlich Physik, Geschichte. Und bin es insofern gewohnt, zwischen den Stühlen zu sitzen. Und bin bei Forschungsstrom für die Downer-Themen zuständig. Berufsbeschreibung. Ja. War das denn als Selbstvorstellung jetzt so ungefähr das, was die Neugier befriedigt? Oder gibt es da noch? Ja, eine grandiose Runde, genau. Ja, das freut uns, wenn du das grandios findest. Wir haben ja hauptsächlich Spaß und hoffen, ihr habt auch Spaß. Gut, bis auf die Downer. Ja. No. Ja. Okay. Hatten wir das Thema beendet oder möchtest du darüber noch reden, Lambert? Nö, eigentlich nicht. Das wollte ich nur mal zeigen. Und es ist so schade, dass der gute John Conway den 50. Geburtstag von Game of Life nicht mehr erlebt hat. Ich meine, ich habe es irgendwo gelesen, so ein gespaltenes Verhältnis dazu, dass er ausgerechnet dadurch berühmt geworden ist, weil, wie Leute im Chat schon richtig geschrieben haben, auch eine Menge andere coole Sachen gemacht hat. Ja, also, Surreal Number. Da muss ich mir das mal in Ruhe angucken, glaube ich. Ja. Und ansonsten, beobachtet bitte mal genau, ob im Oktober, wenn Game of Life 50 wird, es interessante Wissenschaftskommunikationssachen zu dem Thema gibt, weil angemessen wäre es, finde ich. Ja. Und wenn ihr es hört oder seht, dann erinnert euch, you heard it first at Forschungsstrom. Wir haben das jetzt schon im August aufgegriffen, das Thema Game of Life. Mir war nicht bewusst, dass Donald Knuth einen Roman geschrieben hat. Und zwar Surreal Numbers, how two ex-students turned into a pure mathematics and found total happiness. Das lerne ich hier gerade im Wikipedia-Lemma zu surreale Zahlen, wobei ich auf Deutsch umgestellt habe, weil ich schon von dieser Visualisierung überfordert war und dann gedacht habe, lese ich mir das lieber auf Deutsch durch. Aber Donald Knuth müssen wir bei Gelegenheit natürlich auch nochmal abfeiern, oder haben wir das schon getan? Nee, haben wir glaube ich nicht, oder? Ja. Mittelbar immer durch das Tech abfeiern, aber nicht direkt, ja. Ja, stimmt. Genau, er musste halt Tech mit irgendwas testen. Hat er das Buch genommen? Nein, das ist Brian, super Erklärung, ja, schreibe ich halt mal ein Buch. Wenn es sein muss, auch ein Roman. Ach komm, was soll's. Ja. Sehr cool. Hippie 60s-mäßig. Ah, hast du das gelesen? Ja, schön. Ja. Toll. Steht wahrscheinlich irgendwo hier hinter mir im Regal. Ja, hatten wir uns geeinigt, wer eigentlich als nächstes dran ist, oder nicht? Ich weiß es nicht. Wollt ihr jetzt was Happy oder was Downy?
Oh, 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 Mann, warte, ich werf 5 Euro in die schlechte Wortwitzkasse. Irgendwo. Irgendwo habe ich eine, bestimmt. Ah. Ja, also sonst hatten wir ja immer die Tradition, dass ich ganz zum Schluss nochmal die Stimmung vermiese mit meinen Downer-Themen, aber wir könnten ja mal mit der Tradition brechen und ich vermiese jetzt die Stimmung und danach kann Claudia nochmal einen positiven Ausstieg finden. Erst Henning schreibt außerdem auch, wie spricht sich das? Heptachon. Heptachon, okay, gut. Wir geben noch 2, 3 anderen Leuten die Chance, sich zu äußern, wenn sie sich äußern möchten. Mhm. Wir müssen das, also eigentlich, weißt du, sollte man natürlich sowas total skripten, oder? Wäre das nicht viel mit Spannungsbogen und, ja, nee, ich glaube nicht. Aber nicht die Lacher, oder? Ja, nee, wäre langweilig. Ich dachte, so tief sinken, dass dann so Lacher so von der Seite. Okay, das ist eine super Idee. Ich mache hier so Sound Alerts, wo dann so ein Lacher reinkommt. Also in meinen normalen Twitch-Streams, wenn ich Gaming streame, dann habe ich tatsächlich Sound Alerts. Also wenn ich dann irgendwie was total super Tolles hinkriegt, wenn dann jemand kann dann Sound Alert auslösen, wo ich dann so mache. Ja, guck mal, der Chat ist sich wirklich einig. Es war bisher zu lustig. Ja, gut, komm, wenn Marco Henning das sagt, dann downen wir uns jetzt. Henning, los. Henning, downe uns mal. Genau, ich wollte nämlich übers Trinken mit euch sprechen, deswegen wollte ich nochmal sagen, Prost. Wir müssen nämlich alle genug trinken. Das Problem ist ja, dass wir Menschen haben ja immer genug zu trinken, also uns, denen es gut geht und die wir uns das Trinken leisten können. Aber jetzt am Wochenende zum Beispiel habe ich nochmal irgendwie gedacht, wie schlecht das eigentlich die Bäume haben. Und ich wollte hier in Berlin gibt es so Straßenpumpen, also so Handpumpen, die so, weiß nicht, so 2 Meter groß sind, stehen dann da so alle paar Straßenecken an der Straße und dann kannst du da so pumpen und ich habe gedacht, könnte man ja eigentlich mal den Baum hier bei mir vor der Tür, ich habe hier so Kastanien vor der Tür stehen und manchen geht es gut, manchen geht es nicht gut. Ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig die große Ahnung, ob das an Schädlingsbefall oder einfach der Trockenheit liegt oder beidem. Interessant auch, dass es halt den Bäumen unterschiedlich gut geht, aber ich habe gedacht, dem, der besonders scheiße aussieht, dem könnten wir ja mal ein bisschen Wasser angedeihen lassen. Jetzt ist aber der Gartenschlauch irgendwie nicht lang genug. Und deswegen habe ich gedacht, ich hole Wasser von der Pumpe. So. Die Pumpe ist aber auch ein paar Straßenecken weiter weg. So, wie kriege ich jetzt nennenswerte Wassermengen von der Pumpe hier rüber zu meinem Baum und nicht zum direkt neben der Pumpe stehenden Baum transportiert? Und da kam mir, ich habe so ein Familienfahrrad, so ein Dreirad, wo man vorne entweder 2 Kinder oder 6 Kisten Bier oder halt auch ganz schön viel Wasser reinschütten kann. Mate, man kann auch 6 Kisten Bier, 6 Kisten Mate transportieren natürlich. Dann habe ich mir nur ein Kind geschnappt und gesagt, hier mach mal die Beine zur Seite, wir holen ein bisschen Wasser. Und dann bin ich grandios daran gescheitert, irgendwie eine Art von Bottich, der wirklich dicht hält, zu besorgen. Habe dann versucht, die alte Ikea-Tüte irgendwie, also es ist eine Geschichte des Scheiterns eigentlich. Aber es ist mir dann irgendwie in der Kombination aus Ikea-Tüten und Mülltüten gelungen, also an diesem, also das Dreirad als Wassertanker unter diese Pumpe zu fahren, da ordentlich zu pumpen. Da habe ich erstmal gemerkt, wie lange man da eigentlich pumpen muss, bevor da irgendwie von ganz, ganz tief unten ganz schön siffiges Wasser rauskommt. Und dann sind wir damit im Blitztempo, weil das ganz schön rausfloss, zum Baum geradelt und haben dann das Dreirad auf den Baum geparkt und dann die sich in den IKEA-Taschen ergebenden Lücken ausgenutzt und haben so den Baum berieselt. Und ich dachte, ich habe ein gutes Gewissen, aber das Problem, was ich dann feststellte, ist, dass das Wasser gar nicht gut eingesickert ist in diesen kleinen Grünbereich rund um den Baum. Und das war der Anlass dafür, dass ich heute mal mit euch über die Dürre sprechen wollte, die wir hier gerade haben. Und das ist, man sieht das immer so irgendwie, keine Ahnung, da wo die Grünflächen vorher grün waren, sind sie jetzt braun oder gelb und manchen Bäumen geht scheiße. Aber was das für ein Riesenproblem ist, das erforscht auch die Wissenschaft. Und dazu wollte ich euch ein bisschen was erzählen und ein bisschen was zeigen. Mhm. Und also man kennt diesen Begriff Dürre und ich glaube auch in den letzten Wochen und Monaten ist er in den Medien also zunehmend benutzt worden und darüber berichtet worden.
Aber was mir gar nicht so richtig klar war, jetzt erst als ich mich da mal auch für die Arbeit eingelesen habe, ist, dass es eigentlich, ja, wir reden über Extremwetterereignisse und dass zum Beispiel ein krasser Hagelschauer, dass ein Sturm, dass ein Orkan, dass eine Überschwemmung ein Extremwetterereignis ist, das ist einem klar, weil das halt auch so eine Naturgewalt hat und so eine Macht und da fühlt man sich vielleicht auch bedroht von und so. Aber auch diese Dürre ist auch eine Form von Extremwetterereignissen und sie haben auch ganz erhebliche Schäden und sie haben sogar mehr wirtschaftliche Schäden als zum Beispiel Hochwasser und Starkregen oder Stürme auslösen können. Sie sind aber nicht halt so als so ein krasses Erlebnis erkennbar, sondern man erlebt es erst, weil das halt so zeitlich so langgezogen ist, man erlebt es halt erst dann, wenn man da wirklich drin steckt. Und es gibt halt auch nicht wie bei einem Sturm, der auf irgendwas zurollt, irgendwie solche Vorwarnungen. Und wir hatten halt 2003 ein ganz erhebliches Dürrejahr. Mhm. Und 2018 und 2019 waren auch ganz extrem trocken. Und 2020, da gab es zwar im Februar jetzt relativ viel Niederschlag deutschlandweit gesehen, aber es ist also anscheinend doch auf dem besten Wege, 2020 auch ein Dürrejahr zu werden. Und was bedeutet das eigentlich genau? Dürre, klar, also es ist ein Mangel an Wasser und der kann sich natürlich halt als ein Mangel an Niederschlag ist halt ein Mangel an Niederschlag. Und insbesondere, wenn das dann mit hohen Temperaturen zusammenkommt, dann gibt es halt auch eine hohe Verdunstung. Und man unterscheidet bei dieser Dürre dann also mehrere Arten von Dürre. Es gibt einmal die meteorologische, also dann, wenn meteorologische. Dann, wenn also halt die Niederschlagsmengen zu gering sind. Dann gibt es die hydrologische Dürre, also dann, wenn wirklich als einen Mangel an Wasser gibt. Normalerweise hat man ja im Grundwasser einen Grundwasserspiegel, der eine gewisse Höhe oder eben auch nicht hat. Und wenn dann halt wirklich Wasser nicht verfügbar ist, dann spricht man halt von der hydrologischen Dürre. Mhm. Und insbesondere hat das natürlich Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Also da spricht man auch von der agrarischen Dürre, wenn es also wirklich einen solchen Wassermangel gibt, dass das Wasser, was im Prinzip im Boden vorhanden ist, nicht ausreicht, um Landwirtschaft zu betreiben, wie das normal möglich wäre. Und ja, weil das natürlich auch wirtschaftliche Implikationen hat, spricht man dann auch von sozioökonomischer Dürre, wenn das wirklich in die Problembereiche reingeht. Mhm. Und hat natürlich auch einige Folgen, diese Dürre. Einerseits werden zum Beispiel die Pflanzen und die Bäume anfälliger für Schädlinge. Es wird ja viel über den Borkenkäfer gesprochen zum Beispiel. Es ist natürlich auch klar, dass die Waldbrandgefahr steigt, wenn die Dürre halt so stark vorhanden ist. Und was mir zum Beispiel nicht klar war, dass auch zum Beispiel der Pollenflug halt verstärkt auftritt in Zeiten von Dürre, was dann wieder Auswirkungen auf die Menschen hat. Ne? Mhm. Auf die Wirtschaft hat es natürlich Auswirkungen. Zum Beispiel können Kraftwerke nicht so effizient laufen, wenn sie nicht genug Kühlwasser haben. Ja, stimmt, die Flüsse überhitzen dann. Genau, da gibt es auch natürlich so Naturschutzvorschriften, dass du dann maximal das Kühlwasser, was dann wärmer ist, wieder zurückführen darfst in den mhm. Fluss, weil der eine Maximaltemperatur dann nur haben darf. Und ja, der Wasserstand in den Flüssen selbst ist geringer, wenn das Grundwasser abfällt und wenn viel verdunstet. Und das wiederum hat Auswirkungen auf die Binnenschifffahrt. Also es sind halt alles irgendwie, hängt alles miteinander zusammen. Und es ist nicht nur so ein Thema von irgendwie, ja, da geht es ein paar Bäume schlecht, sondern das ist wirklich ein Riesenproblem für uns als Gesellschaft. Ich habe zum Beispiel mal hier so Zahlen rausgesucht. Also Ernteausfälle hat es 2018 gegeben. Da ist die Getreideernte ist um 16% eingebrochen und ist damit auf den Stand von 1994 zurückgefallen. Also krass. So wie ja 14 Jahre zuvor erst war. Naja, und wenn du halt mit Forscherinnen und Forschern sprichst, so, dann sagen die dir halt eigentlich, ein Riesenanteil von Bäumen zum Beispiel im deutschen Wald ist halt wirklich gefährdet oder jetzt schon wirklich im Sterben begriffen oder schon wirklich tot. Und das scheint ein Riesenproblem zu sein. Und da wird dann natürlich auch immer über diese
künstlich gepflanzten Baumarten gesprochen. Also wir kennen halt, in Deutschland gibt es super viele Fichtenwälder. Ja. Und für uns, die wir halt irgendwie in den letzten 30, 40, 50 Jahren geboren worden sind, ist das so der Normalzustand. Aber das ist nicht so, dass der deutsche Urwald schon seit tausenden Jahren nur aus Fichte bestanden hätte, sondern das ist halt auch was, was anscheinend für die Waldwirtschaft irgendwie in den letzten Jahrzehnten halt einfach anzupflanzen war. Und wo man sich schneller Holz... wächst schnell, schneller Holzabbau, ja. Davon erhofft hat. Und diese Monokulturen und gerade die Fichte sind halt dann auch anfällig dafür. Ne? Und man muss halt auch eigentlich gucken, in welchen Höhenregionen man das anpflanzt und dass das halt da wirklich reinpasst oder nicht. Ja, und dann wollte ich auch gerne mal, versuche ich mal meinen Screen zu teilen, wollte ich euch mal hier ein bisschen was Visuelles zeigen. So. Das war übrigens eben ganz interessant, als Lambert seinen Bildschirm geteilt hat, war das anders als das. Das ist neu offensichtlich in Discord. So, wir sehen uns selber. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich den richtigen Browser geteilt. Seht ihr euch noch selber? Dürre-Monitor. Ja. Okay. Ja. Super. Ja. Okay. Genau, das wollte ich euch nämlich mal zeigen. Es gibt nämlich, genau, das war so ein bisschen so eine. Das, was ich mir dazu angelesen habe. Und jetzt wollte ich euch mal zeigen, was so die Wissenschaft da eigentlich draus macht. Erstmal ist die Wissenschaft ja so, dass sie nicht erstmal gleich eine Problemlösung parat hat, sondern erstmal so wissen will, was ist eigentlich genau Fakt. Und haben wir eigentlich ein Problem, das wir uns so alle sehen? Und wenn ja, wie schlimm ist das genau? Und was es gibt, ist der Dürremonitor. Voller Transparenzhinweis, der wird vom UFZ, vom Umweltforschungszentrum in Leipzig gemacht, die auch zur Helmholtz-Gemeinschaft gehören und damit einer der Mitgliedszentren von meinem Arbeitgeber sind. Aber ja, ich fand es trotzdem so wichtig, dass ich auch mal hier auf die Gefahr hin, eine Eigenwerbung Arbeitgeber zu machen, das hier mal vorstellen wollte. Und was die halt machen, die nehmen immer die Daten des Deutschen Wetterdienstes über die Niederschlagsmenge, die ja irgendwie, ich weiß nicht, 2.000, 3.000 Stationen in Deutschland haben und gucken dann, wie viel hat es letzte Nacht geregnet. Und dann haben die so eine Computersimulation, wo sie gucken, dass sie das dann auf ihr Deutschland Gerüst mappen und dann gucken, wie viel versickert davon, wie viel verdunstet davon und wie viel landet dann im Boden. Und da kannst du dann halt einerseits hier dir den Boden in 1,80 Meter Tiefe zum Beispiel angucken. Du kannst dir den Boden in 25 Zentimeter Tiefe angucken. Das hängt dann natürlich, es gibt verschiedene Pflanzen, die verschiedene tiefe Wurzeln haben und da verschieden halt reintauchen und für die das verschieden relevant ist. Und dann kannst du dir halt so angucken, was für Dürre Werte hast du da. Und hier zum Beispiel sieht man das mal in Form von einem Animated GIF, einmal für den Gesamtboden, das ist dann bis zu 1,80 Meter tief und einmal für den Oberboden. Und das Weiße, wollte ich nochmal kurz sagen, das Weiße ist also keine Dürre. Also wir sehen letztendlich, wenn man im Moment mal so hinguckt, hier ganz im Süden irgendwie am Alpenrand und ganz im Norden da kurz vor Dänemark. Da ist also weiß und weiß bedeutet keine Dürre. Wow. Okay. Und gelb ist dann die nächste Abstufung. Mhm. Und ich habe jetzt mal hier das hellste Gelb bedeutet ungewöhnlich trocken. Das ist dann also eine Bodenfeuchte, die im Vergleich zu den 40 Jahren zuvor nur in 30% aller Fälle eintritt. Und so ein mittleres Orange ist eine schwere Dürre. Das ist also eine Bodenfeuchte, wie sie im Vergleich zu den 40 Jahren davor nur in 10% aller Fälle eintritt. Und so ganz tiefbraun, das, was man hier insbesondere im südlichen Ostdeutschland, so Sachsen, Sachsen-Anhalt sieht, ist also eine außergewöhnliche Dürre, wie sie nur in 2% aller Fälle im Vergleich zu den letzten 40 Jahren halt als erwarten wäre. Und man sieht halt hier schon, dass was den Oberboden angeht, also die ersten 25 Zentimeter, da geht es noch einigermaßen, aber insbesondere was halt jetzt verursacht, auch durch die mehrere Dürrejahre in Folge, dann bis zu 1,80 Meter Tiefe angeht, ist halt echt der Boden einfach krass, krass, krass trocken. Und das zeigt halt diese
diese Grafik. Und ja, also ich wollte euch diesen Umweltmonitor auch empfehlen. Ich kann auch den Link hier gerade mal in den Chat posten. Wahrscheinlich gibt es dann wieder. Habe ich schon gemacht. Hast du schon gemacht. Dann gibt es wieder kein Unendlichkeitsbild hier. Genau. Vielen Dank. Und ja, was ich da sozusagen noch mitnehmen wollte, ist halt, wie krass das ist und was könnt ihr euch vorstellen, was man jetzt dagegen machen kann? Das fand ich nämlich eigentlich eine spannende Frage. Henning, kannst du noch mal was dazu sagen? Kannst du den Bildschirm entteilen? Ja, ich teile den Bildschirm. Ja. Kannst du noch mal was dazu sagen? Das ist nur so ein Nerd-Interesse an den Bildern, die du gezeigt hast. Wo die Daten herkommen? Sind das irgendwie Bilder, die vom Satelliten von oben gemacht werden? Oder sind das irgendwie Sensoren, die unten auf dem Boden irgendwie rumliegen? Oder wie läuft das? Ich habe das so verstanden, dass wirklich die normalen Messstationen vom Deutschen Wetterdienst sind, von denen es irgendwie so über 2000 oder so über ganz Deutschland verteilt sind und dass das halt automatisiert jede Nacht die aktuellen Niederschlagsmengen gesammelt werden und für mich klang das so, als ob die Leute vom Umweltforschungszentrum da einen automatisierten Zugriff drauf haben und das dann in ihr Deutschland-Modell halt einfließen lassen, wo dann zum Beispiel halt auch solche Dinge sind, wie ist die Temperatur, sprich wie viel von dem Niederschlag ist dann gleich wieder verdunstet oder wie viel sickert ein oder wie viel wird in der Oberfläche abgeführt Richtung Kanalisation und so. Ne? Aber ich habe so verstanden, dass es rein bodengebunden ist. Ja, ich glaube auch, also ich würde jetzt mal so aus Meteorologinnen-Sicht würde ich auch vermuten, also die nehmen wahrscheinlich die Regenstationen, da gibt es ein sehr, sehr dichtes Netz und machen die Niederschlagszahlen und es gibt aber auch relativ noch einige Stationen, die Bodenfeuchte und Bodentemperatur messen. Und vielleicht geht es auch noch mit ein, also die so in 25 Zentimeter und in einem Meter Tiefe nochmal messen. Aber wenn man das so zurückrechnet, also wenn man die Vergangenheit kennt, wie viel es geregnet hat, kann man natürlich tatsächlich berechnen, wie feucht der Boden gerade ist oder halt nicht. Ja, also die vergleichen hier bis 1951 zurück. Mhm. Also für diesen Zeitraum scheinen da irgendwie Messwerte vorzuliegen, wo sie sich trauen, das irgendwie ordentlich miteinander zu vergleichen. Ja. Wahnsinn. Naja, was mir halt auch nicht so richtig klar war, man spricht halt vom Trockenstress für die Bäume zum Beispiel. Wenn der Baum irgendwie nicht genug Feuchtigkeit hat, dann kann er auch Schutzmechanismen nicht aufbauen, um gegen Schädlinge aktiv zu werden. Also, Und dann hat der Borkenkäfer sein leichtes Spiel. Genau, wobei der Borkenkäfer, habe ich jetzt auch gelernt, das ist immer, das sagt man immer so, aber eigentlich geht es dabei um sogenannte Buchdrucker. Wusste ich auch nicht. Okay. So heißen die eigentlich. Also kleine Johannes Gutenbergs. Der böse Johannes, genau. Da sprechen die Experten, sagen halt, also es sind über 100 verschiedene Käferarten. Mhm. Und was anscheinend auch ein Problem ist, sind Baumpilze. Gegen die sich die Bäume, eben weil sie wenig Flüssigkeit haben und deswegen keine Harze bilden können, jetzt auch nicht mehr so gut wehren. Sind das Lamberts Schleimpilze? Nein, die Schleimpilze sind gut, die machen sowas nicht. Ach so. Ja, digitale Schleimpilze. Ach so. Ja, also gab gerade ein paar Vorschläge im Chat, was man tun kann oder eben auch nicht. Also andere Vegetation, ne? Also so die eher typischerweise am Mittelmeer bisher wächst, also die mit Trockenheit besser klarkommt. Das ist natürlich was man tatsächlich aktiv tun kann. Und OVNN sagt natürlich, ne, Klimawandel, da können wir jetzt, also können wir so jetzt nichts dagegen tun, aber dafür sorgen, dass es nicht noch schlimmer wird. Ich habe neulich auch mal gelernt, dass die Art, wie man Landwirtschaft betreibt, dass da im Moment ein bisschen experimentiert wird. Also wenn die Bauern aufhören, auf traditionelle Art den Boden zu pflügen, sondern stattdessen das so machen, dass sie so eine Zwischenfrucht einbringen und nur die Oberfläche aufkratzen und dann ist auch die Zwischenfrucht dafür, dass der Boden im Grunde genommen besser wird, das Wasser zu halten und das einfach nicht so durchgespült wird. Aber auf der anderen Seite kann das auch nur ein Mosaiksteinchen, glaube ich, sein der Lösung, oder? Weil erstmal, ich meine,
der Ackerbau ist ja die eine Sache, aber was die Städte mit ihren Bäumen haben, ist ja ein anderes Thema, ne? Oder? Ich weiß nicht. Ja, es ist halt in Städten, glaube ich, sowieso nochmal was ganz anderes irgendwie gefühlt. Aber Landwirtschaft ist echt ein großes Thema. Also für die ist natürlich sowas furchtbar. Und Mia Placidus hat ja auch schon gesagt, es gab zwar ausreichend Niederschlag, aber halt so in Extremen verteilt, ne? Also an einer Stelle ein richtiger Schauer, der einfach schon zu viel ist, um komplett aufgenommen zu werden, an der anderen Stelle nichts. Und diese Extreme sind, glaube ich, auch das Problem, das wir künftig haben werden, ne? Ja, und also zum Beispiel, was mir auch nicht so richtig bewusst war und was mir aber halt am Sonntag, als wir versucht haben, den Baum zu gießen, so wirklich so auch, wo ich gestutzt habe, ich bringe dem Baum Wasser und gieße das da direkt auf diese kleine Grünfläche um den Baum rauf und trotzdem versickert das Wasser nicht. Ich habe auch nicht wirklich geschüttet, sondern ich habe eigentlich nur diese ungewollten Löcher in der IKEA-Tüte zum Berieseln direkt durch den Boden meines Familienfahrrads genutzt. Und trotzdem sickert das nicht ein, sondern fließt dann irgendwie der Schwerkraft folgend irgendwie dann zum Rinnstein oder auf den Bürgersteig. Und das ist halt auch ein Punkt, der jetzt in diesen Artikeln, die ich da zur Vorbereitung gelesen habe, beschrieben wird, dass halt die Dürre auch dazu führt, dass der zwar trockene, aber eben der verdorrte Boden die Feuchtigkeit auch gar nicht aufnehmen kann. Ja. Und das führt dazu, dass es oberflächennah abläuft. Und das heißt, du hast, wenn du extreme Ereignisse hast, wie zum Beispiel Starkregenereignisse oder sogar Überflutungen und Überschwemmungen, hast du das Problem, dass der Boden darunter total ausgedorrt ist, aber eben deswegen, weil er ausgedorrt ist, anscheinend das Wasser nicht so gut aufnehmen kann. Keine Ahnung, wie das jetzt irgendwie bodenhydrologisch irgendwie zu erklären ist. So eine Verkrustung an der Oberfläche. Ja, klingt erstmal kontraintuitiv. Stell's dir aber mal vor wie so ein Pudding. was der Boden brauchen würde, wird dann von dem einen sturmartigen Regen abgetragen. Ne? Das wird dann wusch, statt dass es irgendwie reinsickert oder so, wie es das bei einer normalen Regenverteilung wahrscheinlich machen sollte. Ja. Ja, und das heißt, du hast dann irgendwie einen total ausgedorrten Boden, stehst da in Gummistiefeln in der Überschwemmung und das Wasser fließt aber nur an der Oberfläche ab, und anstatt zu versickern. Und der Trockenstress für die Pflanzen bleibt, ne? Ja. Ja, für die, die hier im Moment heimisch sind, ist das tatsächlich absoluter Stress. Ja. Und auch die Wärme noch obendrauf, ne? Also wenig Wasser und dann auch noch Hitze. Ich glaube, das ist Wahnsinn. Landregen, dauerhafter, moderater Regen über Tage. Nee, das haben wir kaum noch, das stimmt. Ja. Ja. Ja, und die Lösungen sind halt wirklich nicht einfach. Und ich glaube, es ist jetzt aber sowas wie dieser Dürremonitor ist halt erstmal der erste Schritt, um erstmal irgendwie das Problem irgendwie quantifizieren zu können. Mhm. Und ich glaube, da sind die jetzt auf ganz verschiedenen Stellen, nicht nur was Bundespolitik angeht, sondern auch Beratungen von lokalen Playern irgendwo. Ganz stark dabei. Du hast diese Leute, die sich um die Baumpflanzung kümmern, Försterinnen und Förster, Holzbauern oder Waldbauern, und die müssen jetzt alle schlaue Entscheidungen treffen, und so wie es die letzten Jahrzehnte gelaufen ist, kann es anscheinend irgendwie nicht weitergehen, um all nur Fichten hinzustellen. Nee. Aber es scheint sich auch so schnell weiterzuentwickeln, getrieben durch den Klimawandel, dass das, was man vor 15 Jahren in der Forschung gedacht hat, jetzt auch schon teilweise überholt ist. Ich meine, solche coolen Datenquellen, wie du sie gezeigt hast, das ist einerseits vielleicht ein Tool für solche Mini- oder mittleren Entscheidungsträger, ne? Also die Leute, die mit der Bewirtschaftung dieser Flächen erst zu tun haben. Aber ich glaube, es ist auch ganz cool, um so ein Bewusstsein zu schaffen, generell, ne? Also man kann einfach als Laie sich das mal angucken. Mir persönlich geht es so, ich bin jedes Mal total geflasht, wenn ich hier in Hannover, wo ich wohne, diese Eilenriede betrete. Wir haben so einen schönen Stadtwald, also gerade im Sommer merkt man das, was für ein krasser Unterschied das ist, sobald man aus der Stadt in diesen Stadtwald hineingeht, es ist ein komplett anderes Klima, anderes Licht, andere Feuchtigkeit, fühlt sich alles komplett anders an. Und was ich mir noch wünschen würde, wäre,
irgendwie nochmal so ein Monitoring dafür, dass man sich das mal angucken kann. Also wie krass anders das Wetter sich abspielt innerhalb von so einem Stadtwald im versus im sonstigen Stadtbild oder so. Das müsste man vielleicht auch nochmal da Mikroklima, ja. Ja, so ein Mikroklima. Mhm. Und dann würden den Leuten das klar werden, oh geil, sowas, solche Flächen bräuchten wir viel mehr vielleicht, ich weiß es nicht. Ja. Also ich merke das allein schon, wenn ich hier irgendwie über den Bürgersteig laufe und du gehst irgendwo an einem Grundstück vorbei, wo gerade irgendjemand seinen Rasen sprengt, dann merke ich das schon so, was ich gerade, wenn du mit kurzem T-Shirt oder kurzer Hose langläufst, dann merkst du das richtig auf der Haut, da ist es irgendwie mal 3 Grad kälter daneben, ist so. Ja. So mein Gefühl. Und ja, und allein schon, weil du eine Dürre hast, ist bodennah diese Feuchtigkeit nicht da, um gerade dieses Mikroklima an dieser Stelle halt runterzukühlen. Ne? Mhm. Und eine Randnotiz meinerseits, ich habe tatsächlich eine längere Zeit beim Deutschen Wetterdienst gearbeitet, und zwar in einem Projekt, das sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserstraßen in Deutschland beschäftigt hat. Und da haben wir auch solche, also war auch sowas Teil davon, ne? Also wie sieht es in der Zukunft dann mit Fluss, führt wie viel Wasser aus und solche Sachen. Und das ist auch total interessant zu sehen, und wie viel zum Beispiel der Rhein an Wasser vielleicht weniger führen wird oder solche Sachen. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Da kann ich vielleicht auch irgendwann mal drüber reden, was wir da gemacht haben. Ja, sehr gerne. OVNN sagt noch im Chat, das fand ich auch noch ein interessantes Statement, dass durch die Verdichtung, die massive in den Städten, es auch so überhitzt ist. Ne? Ich meine, ich glaube, das klingt so, als würde es stimmen, aber das ist auch wiederum so eine Frage, was macht man damit eigentlich oder so, oder? Weil ich meine, erstmal soziale Tatsachen, die sind da oder so, und auch die Frage, ob es da gute Maßnahmen gibt, damit jetzt umzugehen oder das zu kompensieren, dass es so ist, ich weiß es nicht. Ja. Also dieses Phänomen dieser Urban Heat Islands, das ist halt seit vielen Jahren und Jahrzehnten, glaube ich, bekannt und auch in der... Ja, eigentlich Teil der Stadtplanung, oder? Habe ich auch das Gefühl, dass die immer so sagen, man muss ja die Frischluftzufuhr gewährleisten und dass man nicht die Städte so baut, dass quasi Häuser da abblocken, dass frische Luft irgendwie von außen zuströmt. Aber was man über Jahrzehnte verbaut hat, kann man nicht in... Sowas wie das Ruhrgebiet, das ist doch eigentlich so, wenn du den vom Weltall aus anguckst, das ist doch eigentlich ein großer Betonklotz mit so kleinen Nadelstichen, wo noch ein bisschen Wasser versickern kann. Aber ansonsten ist das doch eigentlich ein großer IKEA-Parkplatz, oder? Das Ruhrgebiet. Gefühlt. Also so von dem Versickerungsaspekt her ist das doch eigentlich irgendwie dicht, oder nicht? So schnell würde ich doch mal denken. Ja. Wenn ich hier so durch Berlin, wenn ich meine 15 Kilometer zur Arbeit radel, habe ich immer den Eindruck, irgendwie, es gibt immer nur so 10% der Oberfläche, wo noch Wasser versickern kann. Höchstens. Also 10% finde ich gerade noch sehr hoch geschätzt. Ja, ich suche mir die netten Fahrradwege an den S-Bahn-Trassen, die auch ein bisschen grün ist. Aber ja. Du postest ja auch jeden Morgen das Bild vom selben Fluss. Kanal, bitteschön. Kanal, ja, es ist wunderschön. Positives Berlin-Bild, was du da vermittelst. Ja. Genau, das ist auf 15 Kilometer das schönste Anblick, den ich habe, einmal auf den Kanal zu gucken. Genau. Ich wollte zum Abschluss dieses Kapitels wollte ich noch gerne auf ein Factsheet zum Thema Dürre hinweisen, das ich jetzt in dieser Sekunde in den Chat verlinke. Und auch das ist von der Helmholtz-Gemeinschaft, von unserer Klimainitiative erarbeitet, zusammen mit den großartigen Leuten von klimafakten.de. Das ist auch immer eine ganz großartige Ressource, wenn ihr irgendwelche Infos zum Thema Klimawandel braucht, geht auch klimafakten.de. Da gibt es sehr mundgerecht zubereitete Infohäppchen oder auch sehr detaillierte Informationen zum Klimawandel. Sehr nützlich, wenn mal wieder jemand vor einem steht und sagt, den Klimawandel gibt es gar nicht, weil, dann geht man da einfach drauf, sucht sich die Antwort raus und... Genau. Ja, das war's mit der Dürre, und deswegen wollte ich nochmal sagen, Prost. Ja, du sagst es. Ja, cheers, genau. Cheers. Ja, soweit mein wir werden alle rüsten Thema. Naja, nicht. Ja, das ist Aktualität kaum noch zu toppen gewesen, das Thema. Das ist ja wirklich,
Thema des Tages irgendwie, ne? Ich musste gerade auch, also als du angefangen hast, musste ich als allererstes an das Bild denken von, wie heißt unser Astronaut noch? Matthias Maurer heißt der neue Astronaut, nee, aber du meinst der vorher. Gehring. Alexander Gehring. Nein, Alexander okay. Gerst, bitteschön. Sollen wir recht sein? Mein Namensgedächtnis ist ein Sieb. Astro Alex. Genau. Der ja 2018 das Bild gepostet hat von dieser braunen Fläche, die da mal der Wald hätte sein sollen. Ich kann mich nämlich daran erinnern, dieses Bild gesehen zu haben. Und das ging nämlich über das Gebiet, wo auch ich wohne und lebe und arbeite. Und das einzige grüne Fleckchen, das auf dieser ganzen breiten Fläche zu sehen war, war tatsächlich mein Arbeitgeber, der die Wiesen noch gewässert hat. So, und aber da kann man sich auch fragen, wie sinnvoll ist es in so einem Fall, Wiesen zu wässern? So. Wasser ist eine wertvolle Ressource, ne? Dazu wollte ich noch was sagen. Gewässer ist wertvoll und kostet natürlich auch Geld. Aber zum Beispiel, ich habe jetzt gelernt, dass, also klar, wenn man nicht jetzt zur Pumpe geht und sich da den Arm auskugelt, dreckiges Grundwasserwasser zu sammeln, sondern wenn man das Gartenwasser dafür nimmt, klar, man zahlt dafür irgendwie Frischwassergebühren, das ist kostbares Trinkwasser. Aber zum Beispiel, es gibt die Möglichkeit, sich bei seinem lokalen Wasserversorger eine zweite spezielle Zähluhr, Wasserzähler einzubauen an der Stelle, wo man sozusagen den Garten anschließt an das Hauswassersystem. Und man muss dann zwar das Frischwassergebühr natürlich bezahlen, weil das durch den Gesamtwasserzähler durchgeht, aber was man dann nicht bezahlen muss, ist die Abwassergebühr. Also es wird dann, du zahlst dann halt, das Frischwasser wird die Gesamtmenge genommen, aber Abwasser zahlst du nur Gesamtmenge minus das, was du im Garten hast versickern lassen. Und jetzt kannst du natürlich irgendwie an den Gartenschlauch gehen, das trinken und dann doch wieder ins Klo pullern. Aber ansonsten ersparst du dir halt jetzt dann ein bisschen Abwassergebühr. Und vielleicht ist das ja auch ein finanzieller Anreiz, euren Garten zu wässern. Ich habe weder Garten noch Balkon und ich sitze in einer Dachgeschosswohnung. Oh, welcome to my life. Ja, kannst ja trotzdem den Gartenschlauch dir in das Küchenspüler anschließen und aus dem Fenster wir haben ein paar Bäume um uns rum. Baum aus auf den Bürgersteig gießen und dich viele neue Kontakte mit deinen Nachbarn haben, die die alle komisch gucken, so, was? Was? Wieso regnet es nur vor Haus Nummer 16? Ein sehr lokales Mikroklima, ja. Ja. So, dann heißt es wieder hier, das Wetter wird manipuliert. So, ja. So, jetzt bin ich aber auch mit meinem Exkurs irgendwie durch. Ah, okay. Das heißt, wir sind durch mit den Downer-Themen, ja? Ja. Ich wollte übrigens nochmal, was ich eben vergessen habe zum Einstieg, wollte ich nochmal sagen, wir haben halt Folge 8, kann das sein? Es ist ja auch so ein bisschen so ein Nerd-Jubiläum. Ja. Also ich freue mich sehr, dass wir heute irgendwie eine sehr schöne Zweierpotenz, also 2 hoch 3. Ja. Ich meine, wir sind 3. Es ist sozusagen unsere Zweierpotenz. Also ich finde es eigentlich. Und das auch noch im 8. Monat des Jahres. Wahnsinn. Wer da an Zufall glaubt, okay, sei euch überlassen, wenn ihr so mal seid. Ja, genau. Also das ist schon. Und vor allem, es kommen 3 Zweier im Datum vor. 20.2020. Alter. Leute, ich sag's euch. Oh, jetzt, damit ist die Verschwörungstheorie glauben. Habt ihr 2 hoch 3 gleich 8 da schon stehen, ja. Ah. Mhm. Bitte schreibt eure Verschwörungstheorie, wie es zu diesem Zufall gekommen ist, jetzt in den Chat. Genau. Und die Files-Titelmelodie, danke Aaron, das ist aber eine schöne Folge. Ich melde mich freiwillig als Mulder. 21 ja. Zuschauer hatten wir. Und Zuschauerinnen. Okay. Ja. 23, wow, das ist zu viele Zufälle auf einmal. 23, 2 hoch, es ist, irgendwo hat sich gerade die Hölle aufgetan oder so. Naja, gut. Aber dann reden wir doch jetzt über was ganz anderes. Wir sind ganz unten angekommen, Claudia, und du kannst uns jetzt wieder aufbauen. Das liegt in deiner Hand. Ja, das ist ganz einfach. Ich möchte nämlich über das Fernsehen reden.
Fernsehen, das war das, was die Leute gemacht haben, bevor es Twitch gab, oder? Genau, und darüber möchte ich nämlich reden, weil, also ganz ernsthafte Frage so an euch zwei, aber auch an den Chat. Lineares Fernsehen, also ihr wisst schon, dieses, wo so ein Programm abläuft und man muss dann einschalten zu einem bestimmten Zeitpunkt, damit man in das Programm reinsetzt, also so ARD oder auch meinetwegen Pro7. Wer von euch guckt das noch und so wie viel, so ungefähr, also so kann ja auch eine Relativangabe sein, also wie oft guckt ihr das noch? Also ich stehe dazu, ja. Machst du? Ja. Mhm. Okay, also nicht Mediathek, ne? Nicht Mediathek, nicht Video on Demand, sondern live einschalten. Ganz in echt. Ich ertappe mich dabei, dass ich so den Anfang von einer Nachrichtensendung erwischen will und denke, das wäre ja eigentlich gar nicht nötig, weil, aber ich mache es trotzdem, ich weiß auch nicht, ist so ein Kultding, glaube ich. Okay. Nee, also bei uns steht der Wäscheständer vor dem Fernseher und ich glaube, das muss irgendeine Landtagswahl gewesen sein, wo ich dann irgendwie sehr gespannt war, wie das Ergebnis war. Und da habe ich dann wirklich mal um 18 Uhr, glaube ich, den Fernseher als solchen eingeschaltet. Aber ansonsten ist der auch mehr eine Playback-Maschine für digitale Videoinhalte, die jetzt nicht aus dem Fernseher kommen. Nee, insofern, da bin ich auch nicht dabei, nee. Ja, also bei mir gibt es auch nur... Also anlassbezogen, also diese Woche eine Lokalzeit, wo es um ein Thema der Kommunalwahl hier ging und das letzte Mal davor tatsächlich bei der Ansprache von Merkel zum Beginn des Lockdown. So, das ist mein Level von lineares Fernsehen gucken. Ich muss mir dafür einen Wecker auf dem Handy stellen. Sonst vergesse ich. Also im Moment ist das so. Früher war ich... Also Fernsehen, also ich kam nach Hause, ich habe es angemacht und ich bin ins Bett gegangen, habe es ausgemacht, so Fernsehen lief. Und ich stehe jetzt extra für den Forschungsstrom auf und mache, oh Gott. Ja, aber das ist, Marco, du hast den Punkt. Du meinst, ich stehe extra für den Forschungsstrom auf und jetzt machen wir uns lustig über Leute, die, nein, eben genau nicht, weil ich möchte mit euch über ein Paper reden. Ich... poste natürlich den Link hier rein. Erstmal die Closed Access Version und dann die Open Access Version. Ihr kennt das. Damit ihr es auch lesen könnt, kommt noch die Open Access Version. Und ich möchte mit euch über dieses Paper reden. Hat das funktioniert? Was hat funktioniert? Funktioniert das? Ich hoffe ja. So. Weil, also jahrelang wurde nämlich immer behauptet oder darüber gesprochen, und das kennt ihr sicher auch, dass quasi lineares Fernsehen ausstirbt durch solche Streaming-Angebote wie YouTube, Amazon Prime, Netflix. Also dieses Video on Demand oder auch Mediathek von der ARD, ZDF. Und und in diesem Paper geht es darum, dass die ForscherInnen sagen, nee, das stimmt nicht so ganz. Das hat nämlich gerade ein richtiges Revival. Und zwar hier. Auf Twitch. So, also Marco hat genau den Kern der Sache schon perfekt erkannt. Ja, genau, als hättest du das Paper vorher gelesen. Und ich fand es halt sehr, sehr spannend, mir das mal anzuschauen. Forschung über Twitch und mal auf Twitch drüber zu reden. Und was die gemacht haben in diesem Paper, ist nämlich quasi so eine Analyse des Erlebens und Verhaltens der ZuschauerInnen und das in Relation zu setzen, wie ist das mit linearem Fernsehen, also das Erlebnis, das ZuschauerInnen-Erlebnis Fernsehen versus Twitch, so ein bisschen. Und ich möchte gar nicht alle Punkte von diesem Paper besprechen, aber ein Hinweis, die haben eine wunderbare Literaturrecherche gemacht. Also wenn ihr wissen wollt, was zu Twitch schon jemals geforscht wurde, schaut euch den Literaturrechercheteil an, der ist top. Also die führen alle quantitativen Studien auf. Also es gibt ganz viele Zahlen und Statistiken. Die bemängeln aber auch, dass sich das alles so um den Gaming-Kontext dreht. Ne? Also so ganz speziell die Gaming-Community auf Twitch. Aber die haben dann so Typen von StreamerInnen, wurden schon untersucht. Also das haben sie alles einmal aufgelistet. Und ihr Ansatz ist aber ein ganz anderer. Also wie gesagt, es geht um die ZuschauerInnen und es geht auch nicht um Zahlen. Also die haben keine quantitative Forschung gemacht, sondern qualitative Forschung. Also nicht Statistiken erheben, sondern in die Tiefe reingehen, und die haben mit
ZuschauerInnen gesprochen. Die haben die besucht zu Hause und haben sich angeguckt, wo die wie Twitch konsumieren. Und das fand ich schon einen interessanten Ansatz, weil ich habe mir dann überlegt, wie ich das so mache. Und ihr zwei seid jetzt ja nicht die Twitch-Gucker. Nee. So, und jetzt dachte ich, ich erzähle euch mal, wie Menschen Twitch gucken. So, damit ihr das ein bisschen besser versteht. Und die haben das halt so ein bisschen in den Kontext gesetzt, wie ist es im Vergleich zum Fernsehen? Also so Konzepte beim Fernsehen sind ja klassischerweise Flows. Ne? Also der Fernsehflow, das, was Programmdirektoren üblicherweise, meistens Männer, aber was eigentlich ProgrammdirektorInnen machen, ne? Also so ein Programm designen, das einen von dem einen ins andere Thema oder in die andere Sendung führt. Oder eben dieses Liveness-Gefühl. Also es ist live, ich muss einschalten zu einem bestimmten Zeitpunkt, um es zu sehen. Aber was ich richtig spannend fand, ist, dass sie das Phänomen Switching bei Twitch ganz, ganz groß gefunden haben. Könnt ihr euch unter Switching was vorstellen? Es ist nicht Seppen, oder? Dann würden sie Seppen nennen, wenn es das wäre. Ich bin mir nicht sicher, ob im Englischen Seppen ein Gebrauch ist, aber es ist ein Teil davon. Aber nicht alles. Hast du nicht mal erzählt, es gäbe diese Kultur, dass ein Kanal, nachdem er seine Show beendet hat, sagt, und jetzt gehen wir alle 40 Zuschauer, die gerade hier im Kanal sind, parallel rüber in einen anderen Kanal, der noch läuft? Ist das das? Das Raiden heißt es. Das wäre das Konzept des Flows. Ne? Also hast du richtig, also das wäre das Konzept, was normalerweise eine Programmdirektorin machen würde, machen die StreamerInnen dann selber und fließen rüber in den nächsten Stream. Ja, genau. Aber bei Switching ist ein bisschen was anderes gemeint. Und zwar geht es auch nicht um das Switchen zwischen verschiedenen StreamerInnen. Ne? Also darum geht es eigentlich aber nicht so wirklich. Oder zwischen Games. Sondern es gibt zwei Arten von Switching, die sie besonders hervorheben. Und das eine ist Zapping tatsächlich. Also der Wechsel zwischen den Kanälen. Aber es geht da dann eher um Spatial Switching, also Switchen zwischen einem großen Stream, wo 100 Leute oder 1000 Leute zugucken, wo man quasi ein Zuschauer oder eine Zuschauerin von vielen ist, und dem Wechsel zu kleineren Streams, wo man vielleicht einer von, im Moment, weiß ich nicht, 18 ist und quasi sehr interaktiv tatsächlich mit dem Streamer oder der Streamerin interagieren kann. Also so ein Switching zwischen meinem Maß an Aktivität oder Interaktivität. Und das fand ich ganz interessant, weil ich merke das bei mir selber. Ne? Also dass ich manchmal Lust habe, mich in so einem großen Raum aufzuhalten und zu lurken, heißt das. Also still zu sein. Also ich höre zu, aber niemand weiß es oder man sieht mich nur in der Liste der ZuschauerInnen. Oder eben auch mal aktiv zu werden. So. Ja, also mich aktiv zu beteiligen. Und dann hat man einen Effekt, den hat man natürlich bei dem Fernsehen. Beim Fernsehen nicht. Man wird gesehen von der Streamerin oder dem Streamer. Ja, und das andere Switching, und das finde ich, also da bin ich gespannt, was ihr dazu sagt, da geht es um Aufmerksamkeit. Effective Switching. Und ich nenne mal ein Extrembeispiel, das hatten die auch bei einem tatsächlich gefunden, Multistreaming. Da gab es einen, der hat sich 5 Streams parallel angeguckt und hat nebenbei noch sein eigenes Spiel gespielt. Könnt ihr euch das vorstellen? Also vom visuellen Aspekt kann ich mir das vorstellen. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass ich 5 Audiosignale gleichzeitig in, ich weiß nicht, wie viele Ohren der Mensch hat, reinzudrücken und da noch mit klarzukommen. Ich weiß ja nicht, ob da auf der Audioebene Information übertragen wird, aber da hört es bei mir auf.
Mich erinnert das auch an diesen Befund, den es aus der Fernsehforschung auch gibt und der mal eine Zeit lang total viel erwähnt worden war, mit dem Second Screen. Second Screen, ja, den haben Sie da auch. Das habt ihr auch gehört, oder? Dass man irgendwie zwar Fernsehen guckt, naja, ob jetzt linear oder nicht, und dass man neben dem großen Schirm aber auch noch den kleinen Schirm in der Hand hat und so. Absolut. Aber das mit dem Audiokanal, das stimmt. Das kommt mir, also kann ich mir irgendwie zumindest jetzt auch erstmal schwer vorstellen, wie es eigentlich ist dann oder wie das dann gemacht wird. Ob man dann sozusagen ein Hauptevent hat, dem man auch audiomäßig folgt und das andere nur visuell vielleicht. Ne? Das ist, ich glaube, das ist abhängig vom Streamer. Aaron schreibt gerade, er hat maximal 3. Aber, so, er hat maximal 3 laufen, aber dann von einem laut und die anderen quasi ohne Ton. Ein oder maximal 2 in der Regel. Also ich habe tatsächlich auch so 2, kriege ich hervorragend hin und mache tatsächlich nebenbei noch was anderes. Und das ist aber was sich auch bei mir tatsächlich durch Twitch entwickelt hat. Das hatte ich vorher nicht. Und was so interessant daran ist, ist, dass tatsächlich, dass viele auch mit Ton machen oder ohne Ton. Also Twitch quasi auch mit mehreren Kanälen, aber auch vielleicht nur mit einem Kanal, der läuft, benutzen als Hintergrundbeschallung, vielleicht weil sie gerade was anderes machen, Second Screen, ne? Und wenn es der zweite Bildschirm ist, den man vor sich hat, und dass man dann aber dieses Effective Switching hat, dass man quasi, oder spricht man das Effective aus? Affective? Mein Englisch. Also dieses Switchen von Aufmerksamkeit. Ne? Also man macht was, irgendwas oder guckt eine Sache und dann passiert plötzlich was in einem Stream, der nebenbei läuft, eigentlich als Hintergrundbeschallung, zum Beispiel es fällt ein Schuss oder irgendjemand lacht laut und dann geht die Aufmerksamkeit dahin und weg von dem anderen. Und dieses Switching ist bei Twitch super häufig. Also sie haben das quasi bei allen, die sie befragt haben, gefunden, dass dieses Switching der Aufmerksamkeit ein ganz, ganz großer Faktor ist, beim Erlebnis und bei dem Zuschauer, wie Zuschauer es erleben, wenn sie Streams gucken. Das fand ich jetzt sehr spannend, also auch für uns. Ne? Also vielleicht gucken hier uns gerade welche im Hintergrund und wenn wir jetzt einmal laut lachen. Und was Auffälliges Visuelles. Genau, dann switcht die Aufmerksamkeit und man hat sie plötzlich hier. Also ich fand das super interessant und das stimmt halt völlig. Ich habe mich sofort wiedererkannt. Es ist schon mal so Küchenzeilengeräte, so ein Mini-Fernseher, oder? Wenn man in der Küche das Frühstücksfernsehen laufen hat oder sowas. Ich mich mal gefragt habe, gibt es dafür wirklich eine Zielgruppe? Haben das jemals Leute gemacht oder so? Ich meine, heute gäbe es das, aber man würde es halt nicht als Möbel irgendwo einbauen, oder? Wahrscheinlich. Ja, ich weiß es nicht. Ja. Ein Zuschauer weg. Uiuiui, alle verloren. Ja, aber also... Ich finde, das ist halt was auch für uns, ne, wichtig oder relevant zu wissen ist einfach. Ne? Also, dass Leute uns vielleicht als Hintergrundbeschallung verwenden und vielleicht dann nur dann, wie auf so einer Party, ne? Wenn man da irgendwie plötzlich seinen Namen hört oder irgendwas, was einen so ein Triggerwort, dann so, huh, ach, guck mal, was ist denn da hinten los? So, ne? Stelle ich mir das vor. Und dass das tatsächlich so ein Ding ist. Was sagt denn hier Robert? Was meinst du im Chat? Also, dass Twitch und herkömmliche Sender mit der Zeit gleichziehen werden. Sender bieten zwar auch eine Art Stream, aber die Zukunft könnte etwas sehr Ähnliches zu Twitch sein. Ja. Claudia, glaubst du, dass Twitch sowas intendiert hat, dass man ein System, einen Kanal, eine App so designt, dass das passiert, weil man irgendwie das als einen Markt sieht? Oder hat sich das so entwickelt? Ist das eine User-Innen-Kultur, die sich so rausentwickelt und wusste vorher niemand? Weiß ich nicht. Also ich kann es schwer abschätzen, aber Twitch ist absolut supportive in dem Bereich. Also es gibt ja auch Multi-Streams. Also es gibt eine Webseite, wo du einfach die 3 Kanalnamen angibst und dann kriegst du alle 3 Streams parallel in deinen Browser angezeigt und kannst zwischen den Chats switchen und so. Also das ist schon in der Community so üblich, dass es da Tools für gibt und auch Twitch, die erlaubt und supportet. Aber vielleicht hat da noch jemand andere Ideen oder weiß da was. Aber ja.
Ich finde das ja interessant, wie sich auch ja einfach dadurch, dass es neue technische Möglichkeiten gibt, dann halt neue Kulturen rausentwickeln der Nutzung. Ne? Also ja. Keine Ahnung, als die Handys anfingen, dann SMS tippen auf der kleinen Tastatur über dieses, wie hieß das, T9 irgendwie. Zu ermöglichen. Da gab es so Studien, dass irgendwie die Daumenbeweglichkeit der Jugendlichen dann irgendwie besser geworden sei. Keine Ahnung, ob das nur Urban Legend ist, aber fand ich witzig. Und ich zum Beispiel bei mir, als ich irgendwie hab gemerkt, halt, je mehr Podcasts ich höre und je mehr Podcasts ich in höherer Geschwindigkeit höre, desto normaler finde ich das halt auch dann irgendwie, also man kann das Gehirn darauf trainieren, dann halt andere Nutzungsformen konsumieren zu können, die man sich vorher nicht vorstellen konnte irgendwie, ne? Also zum Beispiel halt was in doppelter Geschwindigkeit zu hören oder halt auch drei Streams parallel zu gucken und was ich jetzt hier eben von einigen Chat-BenutzerInnen gesehen habe, dann teilweise auch wirklich noch den Ton von mehreren gleichzeitig anzuhaben. Ja. Grandios, muss man erstmal. Also das ist was, ich bin mir nicht sicher, ob ich es beibehalten möchte für die Zukunft, aber das habe ich mir wirklich angewöhnt, audiovisuelles Multitasking. Interessant. Ja. Ich warte ja immer noch auf den Dienst, der mir einen nasalen Eindruck irgendwie, einen Geruchseindruck vermittelt. Dass dieses Human Interface, das habe ich ja schon vor vielen Jahren prognostiziert, dass das bald kommen wird, aber es ist immer noch nicht da. Ja, sowas. Moin Freaky Mats, wir reden über Wissenschaft. Heute über Wissenschaft über Twitch. Aber uns sind die Leute, die nur mal reinseppen, total lieb. Ich meine, genau, die haben das Medium verstanden, wie es gemeint ist. Einfach mal vorbeigucken. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, also ich kann einfach vorlesen. Ich habe nämlich tatsächlich noch ein Zitat, das ich gerne vorlesen möchte. Aber vorher noch mal zu sagen, also die Entscheidung, die man als Zuschauerin quasi trifft, was gucke ich mir jetzt an oder welche mehreren Kanäle gucke ich mir gleichzeitig an, also die hängen von mehreren Dimensionen ab. Also beim Fernsehen ist es natürlich nach Inhalt und vielleicht auch nach der Person, wenn ich mir irgendwie so eine Dokumentations- oder Nachrichtensendung ansehe. Aber bei Twitch eben auch noch nach, will ich Interaktion, will ich nur konsumieren, wie viel Aufmerksamkeit möchte ich gerade investieren, was ist wichtig? Und das Zitat ist, und das finde ich sehr schön, the domestication of Twitch involves not only knowing when to switch between channels to find content and communities that fit the current mood, but also when to switch between Twitch as a background medium to the main text. Also dieses effective switching, wann will ich Twitch bewusst aktiv zusehend konsumieren und wann möchte ich es einfach wie Radio oder das Frühstücksfernsehen im Hintergrund vorlaufen lassen. Mhm. Ja. Und Twitch gucken ist nicht Twitch gucken. Also es gibt nicht dieses, ich gucke Twitch, sondern es hat ganz, ganz viele Facetten. Und ich fand das super interessant, weil Twitch quasi nicht nur ein Medium ist, sondern an sich selbst ein Medienmix. So von dem Angebot. Und ich fand das ein super Paper. Ich kann das wirklich empfehlen. Also ich kann den Link auch gerne nochmal reinposten für die jetzt erst dazugekommen sind. Und wie gesagt, den Literaturrechercheteil kann ich empfehlen. Hat mir sehr geholfen. Ich merke das auch, während wir immer Forschungsstrom machen, wie komplex das ist, wenn man so Kurator von so einem komischen gemischten Medienstream ist, oder? Weil wir zwischendurch dann switchen zu dem Chatkanal. Okay, der ist irgendwie schon, gehört zu der Show, aber es ist ein anderer Raum sozusagen, eine andere Fläche auf dem Bildschirm, auf die ich gucke, anderes Stück, was meine Aufmerksamkeit will da. Und dann gibt es einen Twitter-Kanal oder ein übertragener Bildschirm und so weiter. Das ist schon, genau, das wird immer komplizierter. Und ich glaube, dass das hängt ja auch miteinander zusammen. Also ich habe sozusagen auf einmal diese vielen Möglichkeiten. Ich kann mir super komplex verschiedene Ströme zusammen parallel angucken oder so. Meine Aufmerksamkeit auch hin und her zoomen oder sowas. Und gerade weil das so ist, ist vielleicht diese Zurücklehnfunktion, wo ich einfach nur einem für mich kuratierten Programm folge, aber
trotzdem lebt weiter und ist auch weiterhin interessant, oder? Weil ich meine, manchmal will ich vielleicht gar nicht diese Entscheidung treffen oder so. Und die kannst du, und die kannst du aber auch bei Twitch erleben. Dann gehst du auf einen großen Kanal oder einen kleineren, du lurkst, guckst dir das an und wirst mit einem Raid, ne, wie Henning es vorhin angesprochen hat, einfach am Ende flowmäßig zum nächsten Kanal geleitet, wenn geradet wird. Also es ist mir schon passiert, dass ich an einem Stream von Aaron eingeschlafen bin und 3 Stunden später wache ich bei einem ganz anderen Stream auf und frage mich, was hier passiert. So, also dieser Flow bleibt. Mia Placidus schreibt auch gerade im Chat, ich schalte hier auch immer nur bewusst ein, entweder bei Claudia oder bei Baseball in Taiwan. Also Claudia, das scheinen auch irgendwie, ich weiß nicht, was da jetzt die Gemeinsamkeiten zwischen deinen Angeboten und Baseball in Taiwan sind, aber ja, spannend. Vielleicht, dass Mia Placidus das sympathisch findet. Das finde ich jetzt nett. Also er findet vielleicht Baseball Taiwan und mich. Und er kennt auch diese absendende NTNU, ist die Universität wahrscheinlich, an der das irgendwie erschienen ist, oder? Genau, weil ich wollte nämlich eben schon mal fragen, was sozusagen der vielleicht soziokulturelle oder auch regionale Background der Gesamtmenge der untersuchten Twitch-UserInnen dort war. Da habe ich eine ganze Liste von ich bemängle. Weil ich habe zum Beispiel in dem Paper steht ja sonst immer irgendwie bei den Autoren, wo die angesiedelt sind. Ah, Trondheim, okay. Genau, also ich kann also dazu was sagen. Also das sind alles nur blonde, großgewachsene NorwegerInnen. Das weiß ich nicht, ob sie blond und großgewachsen sind. Sie sind aber jedenfalls NorwegerInnen. Und es handelt sich auch nur um 12. Aber was ist natürlich bei tiefen Interviews, die haben mehrere Stunden, die haben sich sogar die an, also wo schaut ihr euch Twitch-Streams an, weil die haben da noch sehr viel zum Beispiel zum Thema soziale Gemeinschaft, virtuelle soziale Gemeinschaft und so gemacht. Und in welchem Raum steht der Laptop und so. Also das ist mit 12 ist natürlich bei qualitativer Forschung schon okay, aber es ist fehlende Diversität. Zum Beispiel kann ich euch nicht sagen, wie wenig oder keine Frau dabei war. Die Daten sind leider nicht offen. Das heißt, ich weiß es nicht. Und sie sagen auch, wir haben fehlende Diversität, also sie verschweigen das nicht. Die sagen das. Das ist dann so ein bisschen die Frage, ob das ein Problem des Papers ist oder ob die Community ist halt vielleicht so und das lässt sich dann schwierig natürlich irgendwie, wenn man repräsentativ eine Community abbilden will, dann die hauptsächlich aus männlichen, ja gut, ist schwierig, aber es ist unklar, welche Berufe genau, es wird so ein Überblick gegeben, dass es divers wäre, aber und sie haben leider den Fragenkatalog, also nicht öffentlich gemacht. Also klar, in so einem Interview fließt der Gespräch, das geht nicht an so einem Faden lang, aber ich hätte gerne die Kernfragen gesehen. Also so ein bisschen Open Data fehlt mir in dem Paper, aber sie verschweigen auch nicht, dass es tatsächlich fehlt. Aber man möchte mir zur Angewohnheit machen, immer noch mal am Ende kurz auf die Weakness eines Papers einzugehen, damit wir alle auf einem Dampfer sind. Ich finde es manchmal bei sozialwissenschaftlichen Themen, kommt mir das jedenfalls so vor, auch verdienstvoll, überhaupt mal ein neues Thema anzuschneiden. Aber du hast recht, das ist wichtig, dann sozusagen die Grenzen dessen, was man da rausgefunden hat, auch darauf hinzuweisen. Mhm. Ne? Am besten wäre es, wenn die Autoren das auch selbst machen würden oder so. Und dann können sie sagen, okay, wir haben mal reingeguckt in das neue Phänomen so und andere können dann schön weitermachen oder sowas. Ja, ich möchte übrigens noch Freaky Mats, der gesagt hat, er hätte gern ein Transkript verschiedener Streams, dem kann ich total zustimmen. Ich finde, diese Untertitelungsfunktion oder generell Transkripte wären super. Mag ich auch, wenn es die auf YouTube gibt, weil ich nicht immer gerne mit Ton gucke oder gucken kann. Voll, ja. Und ich will noch mal eine steile These raushauen, dieses Raiden. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, weil ich meine, wir hatten jetzt so darüber gesprochen, dieses individuelle Fokus, klar, und auch individuelle Entscheidungen, wie man seine Streams zusammensetzt oder sowas. Heißt das, wir sollen das heute mal ausprobieren? Nee, das will ich damit gar nicht sagen. Ich sage nur, es ist vielleicht ein interessanter Forschungsgegenstand, weil dann das andere Extrem ist halt irgendwie das kuratierte Programm, wo es eine Sendezentrale gibt und die sendet das zu mir. Und beim Raiden hat man so eine interessante dritte Sache, nämlich so ein kollaboratives Kuratieren, oder? Also irgendwie eine komische Mehrheit oder irgendwelche Leute entscheiden sich, okay, wir gemeinsam switchen jetzt mal zu dem und dem Kanal. Das scheint mir interessant zu sein. Vielleicht hat das Zukunft.
Mr. Capture empfiehlt hier auch gerade noch mal die Wild Mix oder sagt man ja. Wild Mics, die dienstags immer Wissenschaft strömen. Ja. Genau, habe ich mir am Dienstag auch angeguckt. War sehr interessant. Ging es um das, Wissenschaftskommunikation. Genau, die haben auch immer krass viele Leute da drin. Ne? Ja, das 600 Leute oder so. Ja. Nee, ich meine jetzt auch Partizipierende, die irgendwie die Show machen. Da habe ich irgendwie in der Ankündigung 8 oder irgendwas gesehen, ja. Genau, und der andere Lampe, der eben auch hier mit diskutiert hat, der macht jetzt auch immer ein Wissenschaftsformat, der André. Das finde ich auch ganz spannend. Der lädt sich Forschende ein und zockt mit denen zusammen und redet währenddessen über, über die wissenschaftlichen Backgrounds. Da hatte er Twitch-Kanal neulich, oder YouTube? Oder? Twitch, also andere Lampe. Ah, mega, dann werde ich den gleich mal in unsere Auto-Host-Liste auch nehmen. Ja, ja, genau. Und ich will euch Game of Lime live ausprobieren sehen. Falls du noch drin bist, André. Aha. Ja, André, dann musst du vielleicht auch Lambert mal als Gast einladen. Dann, bitte mich auch. Das in deinem Kanal nochmal. Zocken ist immer gut. Genau, und wir waren heute auch auf Twitter im Vorfeld geretweetet worden von Patrick Breitenbach, der mit Sozioport Plus oder Sozio Plus heißt es, glaube ich, hier auf Twitch auch ein Wissenschaftsformat so aus dem sozialwissenschaftlichen Bereich anbietet. Insofern, da könnt ihr auch mal reingucken. Grüße und danke für den Retweet. Ja, super interessant, auf jeden Fall. Und speaking of Wissenschaftskommunikation, ich weiß nicht, ob wir das hier schon mal gedroppt hatten, aber es gibt ja demnächst so ein Forum für Wissenschaftskommunikation, was so eine Art Schaufenster ist von verschiedenen neuen und etablierteren Formaten und Diskussionen in der deutschsprachigen Community zu dem Thema, wo man dann vielleicht, wenn das stattfindet, auch, wer weiß, was von Forschungsstrom hören wird. Also ich wollte es nur schon mal gedroppt haben. Who might know? Ja, ich glaube, es ist am 5. und 6. Oktober live in eurem Internet, aber ihr müsst euch anmelden und auch einen kleinen Obelix abdrücken, glaube ich. Ja, aber ich glaube, da gibt's auch, habe ich schon gehört, gibt es auch so einen kurzen, also gibt es auch irgendwas, was man sich frei ist pretty sure. Okay. Ja, ihr werdet sehen. Also, ja, jedenfalls finde ich das interessant, wie sich diese Nutzungsformen weiterentwickeln und wie jetzt halt als ein wissenschaftliches Paper über die Twitch-Nutzung als das Besondere da sehen und wir gefragt werden, ob wir noch Fernseher haben und die benutzen. Und das Schöne ist, in 40 Jahren werden die Leute dann gefragt werden, hast du eigentlich noch Twitch irgendwie? Oder, nee, also weißt du, Twitch, vor meinem Twitch-Gerät, da steht seit 10 Jahren der Wäscheständer davor. Das sehe ich überhaupt nicht mehr an. Nur noch, wenn Bundeskanzlerin Maithi Nguyen Kim eine Ansprache hält. Und dann, kommt irgendwas ganz Neues. Ganz normal. Ne? Robert Think wirft auch gerade noch mal auf so das Thema Gefühl der Gesellschaft und Verlangen nach sozialer Interaktion, so in Wechselwirkung mit Twitch. Im Paper haben sie dazu tatsächlich auch was. Fand ich auch sehr interessant, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr individuell ist. Ja? Sehr individuell, wie man damit umgeht und wie dann die Interaktion stattfindet. Ja. Ja, jedenfalls ein unglaublich guter Pointer von dir, Claudia, dass es überhaupt so eine Art von Forschung über Twitch gibt, hätte nicht mal wenig auf die Idee gekommen, danach zu gucken, sozusagen. Und ja, jetzt sind wir halbwegs auf dem Stand, habe ich das Gefühl. Das ist ja, sehr gut. Ja. Wie hast du das denn gefunden, Claudia? Oder hat es dich gefunden? Also ich habe es tatsächlich gefunden, weil ich für dieses Forum Wissenschaftskommunikation irgendwie noch so ein bisschen Background-Infos wollte. Ich weiß auch nicht, warum. Und dann habe ich ein bisschen mehr wissenschaftliches Wissen wollen und habe gedacht, ich suche einfach mal danach und habe tatsächlich sehr viel gefunden. Und wenn ihr euch diese Literaturrecherche anschaut, da ist schon super viel gelaufen. Das hat natürlich seine Limitationen, aber es ist schon viel passiert und ich finde das sehr interessant. Sollten wir am Ball bleiben. Ja, definitiv. Sehr gut. Und ich würde tatsächlich vorschlagen... Diese gefährliche Drohung, die da am Anfang der heutigen Show im Raum hängt, das Wort TikTok, ne? Wir sollten es nicht aus dem Auge verlieren. Ja. Ich weiß ja nicht. Hast du das als Bedrohung empfunden, Lambert? Ja, es hat viele starke Emotionen hervorgerufen, als es hier kam, oder? War es nicht so? Ja.
Ja, mal gucken. Ich weiß es nicht. So, ich wollte jetzt mal schauen, ob ich denn einen Kanal finde, zu dem wir raiden können, wenn wir das mal ausprobieren möchten. Also wir beenden ganz normal unseren Stream, wir machen Tschüss und danach leiten wir die Viewerin weiter. Aber dann erklär mir das nochmal ganz kurz bitte, Claudia. Also kannst du jetzt auf einen Zauberknopf drücken und alle, die bei uns jetzt drin sind, werden automatisch rüber geswitcht oder müssen die händisch irgendwas klicken oder? Also ich werde tatsächlich einen Befehl in diesen Chat eingeben und dann erscheint oben ein Balken, der zeigt, ihr raiden jetzt rüber zu und der läuft auch so ab wie so ein Ladebalken. Und da kann man, wenn man nicht möchte als Zuschauerin, wenn man das nicht möchte, kann man einfach verlassen klicken und sagen, nein, ich möchte nicht. Ich möchte, dass der Stream vorbei ist und dann ist auch zu Ende. Ansonsten wird man mitgenommen. Also ein Opt-out sozusagen, das ist sehr gut. Ein Opt-out, genau. Mhm. Und was quasi dann eben zu solchen Dingen führt, wie ich schlafe bei Aaron ein und wache bei was anderem auf. Und, also alle, die jetzt schon eingeschlafen seid. genau. Ich weiß nur nicht, ob es irgendwas gibt, wo wir hinraiden möchten, weil ich gerade, ich habe mal bei Wissenschaft und Technik, also zum Beispiel habe ich jetzt einfach bei Twitch in der Kategorie Wissenschaft und Technik geguckt, was es gerade so gibt und wir sind der Stream mit den meisten ZuschauerInnen in dieser Kategorie im Moment. Ah, danke, liebe Zuschauer. Ja, genau, Wahnsinn. Ich sehe jemanden, der macht Spieleentwicklung, also Wissenschaft und Technik, ne? Ja, Spieleentwicklung finde ich völlig gut. Sollte man viel mehr gucken auf das Handwerk des Spielemachens. Und derjenige oder diejenige, die da Spiele entwickeln, sehen dann ja auch, oh, wir werden jetzt gerade geradet von Fortnite. Die freuen sich natürlich, wenn man, genau, man sieht es. Und alle, die im Chat sind, werden ja dahin umgeleitet. Also auch ihr, wenn ihr gerade den Stream aufhabt. Und ihr seid dann plötzlich einfach in diesem Stream und in dem Chat. Und das wird angezeigt, raided mit x Personen. Und dann sind plötzlich in diesem Stream anstatt im Moment 5, 25. Und das ist natürlich auch eine große Freude jedes Mal. Das ist wirklich so eine lustige virtuelle Art von Party-Crashing. Also ich meine, wenn man jetzt auf so einen Riesenkanal gehen würde, wisst ihr, was ich meine? Dann wäre der Effekt vielleicht gar nicht so stark. Aber wenn das jetzt wirklich so 5 Leute sind, dann, dann ist das wirklich so, oh, wer seid ihr denn? Oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie interaktionsfreudig die sind. Oder so. Ja, also genau, muss man mal gucken. Den habe ich tatsächlich schon mal gesehen, den ich da jetzt gerade, der da mir auch angezeigt wird. Ich muss mal gucken, dass ich den Ton ausschalte. Den habe ich schon mal gesehen. Mal gucken, was er sagt, quasi, würde ich sagen. Ja. Aber ich würde sagen, wir machen aber erstmal unseren Stream fertig. So, ne? Haben wir noch was? Haben wir noch was also, zu tippen? Wir haben ja eine Housekeeping, nicht? Also irgendwie. Wir haben ja eine Tradition eigentlich. Stimmt, dass wir am Ende der letzten Sendung immer alle, genau, Lambert, machen Sie eine typische Forschungsstrombewegung. Bitte nehmen Sie jetzt Ihren Kalender zur Hand. Und genau, wir waren jetzt diesen August, waren wir jetzt nicht irgendwie am ersten Donnerstag im Monat gelandet. Wir haben Chaos verschoben. Gemacht, ja. Wegen dem, diesen Sommer. Wenn wir schon den ersten Donnerstag im September nehmen würden, wären wir schon in 2 Wochen wieder dran. Oh hey. Oh, sag noch mal, Henning, ich habe es jetzt gerade verpasst. Der erste Donnerstag im September wäre bei mir der 3. September. Ui. Ui. Ja, Miku Hiko und Aaron haben übrigens einen guten Punkt. Wenn man mit so ganz vielen ZuschauerInnen, wie wir es jetzt haben, so einen kleinen Stream rübergeht, dann sind die Leute manchmal überfordert und große Streamer machen das manchmal sehr gerne. Aber wir sind ja nicht so fies. Wir gucken erstmal. Ne? So, also 3. Oder war das ein negatives Hui, Lambert? Nee. Ich musste mir nur klar machen, was es bedeutet, dass es so bald schon ist, aber ich finde es eigentlich super dufte. Ja, also, wir wollten ja auch nochmal versuchen, nochmal wieder eine Gästin reinzukriegen. Das können wir ja dann nochmal wieder versuchen. Ne? Könnte passieren. Ja, super. Gucken wir mal. Genau, wenn ihr zum ersten Mal zugeschaut habt, manchmal machen wir Forschungsstrom Classic, wo wir 3 Nasen uns gegenseitig ein bisschen was über Wissenschaft erzählen. Aber manchmal wird es noch viel interessanter, wenn wir nämlich eine Gästin haben und sie uns was über ihre Wissenschaft erzählt. Mhm. Ja. So ist es. Ja. Gut, ich glaube, dann haben wir eigentlich fast alles hier erledigt, was wir erledigen wollen. Ich mache noch mal meinen heutigen Move. Mein Getränk ist auch alle, ich dürre schon wieder aus hier. Ja, ist schlecht, stimmt, ist schlecht. Leute,
Dann würde ich sagen, wir sehen uns am 3. September, ne? Es war mir ein Fest wieder mit euch. Vielen Dank. Bleibt uns auch treu. Es war eine Freude und bis dann. Genau, und kommt noch mit zu XY Bad Toxic, unser erster Raid ever. Yeah! Tschüss! Tschüss! Tschüss.